darf. So, meine Damen und Herren, bitte Platz nehmen. Wir werden in Kürze mit dem Programm beginnen. Rosetta, mehr als zwei Jahre Seite an Seite mit dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko verbracht hatte, neigte sich ihre gemeinsame Zeit dem Ende zu. Nach unzähligen Messungen kannte sie den Kometen nun in- und auswendig. Rosetta hatte aus allen Blickwinkeln Fotos geschossen, Staubkörnchen gesammelt und Gasproben aus seiner Atmosphäre entnommen, vor allem verdampftes Wasser, das anders ist als das Wasser auf der Erde. Außerdem hatte sie die Schwerkraft des Kometen und das Magnetfeld in seiner Umgebung gemessen und untersucht, wie der Komet auf den Sonnenwind reagiert. Im Laufe dieser zwei Jahre hatte Rosetta beobachtet, wie sich der Komet veränderte, als er sich der Sonne näherte und dann wieder von ihr entfernte. All diese Daten halfen den Forschern auf der Erde, die Entstehung und Entwicklung von Kometen besser zu verstehen. So fanden sie heraus, dass Kometen aus Staub und Eispartikeln aus der Zeit der Entstehung der Planeten bestehen. In ihrem Inneren verbirgt sich das älteste und besterhaltene Material von der Geburt unseres Sonnensystems. Aber Rosetta hatte noch Erstaunlicheres entdeckt. Sie fand Zutaten, die für die Entstehung von Leben auf unserer Erde wesentlich sind. Vielleicht haben Kometen diese Bausteine ja auf unseren Planeten gebracht, als er noch ganz jung war. Die Forscher werden jedenfalls noch Jahrzehnte brauchen, um Rosettas Daten auszuwerten. Ihre Mission war somit ein voller Erfolg geworden. Nach langer Suche hatte sie sogar den eigenartigen Ort gefunden, wo Philae schlussendlich gelandet war. Fest schlafend in einer dunklen Ecke des Kometen. Doch jetzt, da sie sich wieder in großer Entfernung von der Sonne befand, konnte Rosetta nicht mehr genügend Energie erzeugen, um ihre Erkundungsreise fortzusetzen. Sie hätte sich sofort wieder schlafen legen können, beschloss aber, eine letzte große Herausforderung anzunehmen. Sie wollte es Philae gleich tun und auf dem Kometen landen. Der 12,5 Jahre währende Flug durchs All hatte Rosetta müde gemacht, aber sie freute sich auf ihre letzten Aufgaben. Endlich würde sie den Kometen, den sie seit zwei Jahren aus der Ferne beobachtet hatte, aus nächster Nähe sehen und Gasproben nehmen können, so nah, wie sie sich noch nie herangetraut hatte. Das würde wahrlich kein Kinderspiel werden. Doch die Experten auf der Erde hatten alles genau geplant und das Datum war festgelegt. Rosetta würde einen wirklich interessanten Ort auf dem Kopf des Kometen anvisieren. Nach dem Aufsetzen würde sie die Erde nie wieder kontaktieren können. Schließlich war sie nicht für eine Landung geschaffen worden. Deshalb musste sie die letzten Bilder und Daten so schnell wie möglich zu uns senden, bevor sie sich für immer verabschieden würde. Rosettas unglaubliche Reise war nun fast vorbei und sie wusste, dass das Vermächtnis ihrer Mission ewig bestehen würde. So wie bei all den anderen Kometenerkundungsmissionen zuvor. Rosetta war glücklich, so viele Freunde gewonnen zu haben und hoffte, dass diese hin und wieder an sie und Philae denken würden. Nach 786 Tagen in der Nähe des Kometen war schließlich der letzte Tag ihres fantastischen Abenteuers gekommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, Sie haben ein bisschen mitbekommen, worum es heute eigentlich geht und was Sie jetzt in den nächsten etwa 2,5 Stunden sehen werden, nämlich das Finale der Rosetta-Mission oder die Beerdigung von Rosetta oder eine schöne Leiche. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Geschichte werden, weil hier eine Mission beendet wird auf eine, finde ich, sehr gute Art und Weise, indem man nochmal letztlich neue Daten holt, neue Daten gewinnt und dann ein doch ziemlich würdevolles Ende gestaltet. Rosetta, ich brauche meine Folie. Achso, Rosetta ist eine sehr große Mission. Sie haben inzwischen gehört, das hat über 1 Milliarde Euro gekostet. Und auch Österreich war stark beteiligt. Ich habe hier so ein bisschen die Logos der einzelnen beteiligten Agenturen oder Institute aufgezählt und möchte da zumindest zwei Vertreter, die heute gekommen sind, kurz begrüßen. Das ist einmal der Herr Zeinert von RUAG, die sehr viel mitgebaut haben. Und das ist der Herr Dr. Meyer von Joanneum Research, die auch eng mit uns zusammengearbeitet haben bei dieser Aufgabe. Weitere Institutionen waren noch beteiligt, aber zwei wichtige Institutionen waren auch beteiligt. Und da möchte ich zuerst den Andreas Geißler begrüßen. Der ist der Chef der Agentur für Luft- und Raumfahrt. Erst seit Neuestem, aber die Agentur in Luft- und Raumfahrt und die FFG hat eben unsere Arbeiten bei dieser Rosetta-Mission stark finanziell unterstützt. Und dafür möchte ich mich auch im Namen meiner Kollegen und Kolleginnen recht herzlich bedanken. Aber natürlich wäre das Ganze nicht gegangen ohne die Unterstützung der Akademie der Wissenschaften, zu dem unser Institut ja gehört. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Helmut Denk, dem Altpräsidenten der ÖAW, er hat also wirklich einen Teil dieser Mission voll mitbekommen, bedanken, dass das auch geschehen ist. Ich möchte auch noch zwei Vertreter der anderen der Grazer Universitäten begrüßen. Einmal Hans Sünkel, Altrektor der Grazer Universität, der Technischen Universität, Entschuldigung, Hans. Und war auch hier im Institut als Abteilungsleiter lange Zeit tätig und hat auch viel, glaube ich, von Rosetta nebenbei mitgekriegt. Und ich freue mich, dass du gekommen bist. Die TU ist bei dieser Mission nicht beteiligt, aber wir machen ja etliches doch gemeinsam und werden auch noch gemeinsam zu neuen Ufern aufbrechen in der Zukunft, zum Beispiel zum Jupiter, zusammen IWF und die TU Graz. Ich möchte aber auch den Ulrich Völsche begrüßen, sozusagen als Vertreter der Universität Graz, mit denen wir auch in vielen Dingen, insbesondere bei der Auswertung, zusammenarbeiten und freue mich, dass Sie auch gekommen sind. Aber besonders bedanken möchte ich mich bei dem Grazer Rosetta-Team. Sie sehen hier viele Namen aufgeführt. Das sind etwa ein Viertel der Mitarbeiter des Instituts, haben ganz, ganz aktiv bei der Rosetta-Mission mitgearbeitet. Weitere haben noch Unterstützung geleistet, zum Beispiel bei Veranstaltungen wie dieser hier. Die sind hier nicht namentlich erwähnt. Aber ohne diese Mitarbeiter, die sowohl beim Bau der Instrumente als auch teilweise bei der Auswertung tätig waren, hätte die Mission nicht auch für uns in Graz so ein Erfolg sein können. Zwei Leute möchte ich besonders erwähnen. Das ist einmal der Willi Riedler, der eigentlich die Rosetta-Mission sozusagen geboren hat. Denn die gibt es ja schon länger, als ich überhaupt in Graz bin. Ich habe sie sozusagen geerbt vom Willi. Und der kann leider heute nicht bei uns sein. Vielleicht schaut er gerade mal ins Internet oder sowas zu Hause. Dann Willi, herzlichen Dank für alles und schöne Grüße.
Ich möchte aber noch eine weitere Person erwähnen, nämlich den Klaus Torka. Der sitzt da hinten etwas versteckt, auf dem Fluchtplatz sozusagen. Denn Klaus ist jemand, der auch mit von Anfang an dabei war, mitgebaut hat und in Pension gegangen ist, aber trotzdem das Ganze noch mitverfolgt hat. Und auch der hinter ihm sitzt, der Konrad Schwingenschuh, der, glaube ich, nicht aufstehen wird jetzt extra, aber der auch schon ein sozusagen Rosetta-Mensch der ersten Stunde war. Konrad, auch dir herzlichen Dank, dass du damals angefangen hast mit den ganzen Geschichten. Irgendwie komme ich mit diesem Computer nicht ganz klar. Ja, gut. Ja, ganz zum Schluss möchte ich noch zeigen, dass sich die ganze Geschichte, die Rosetta-Mission, wirklich ganz, ganz viele neue Erkenntnisse gegeben hat. Alleine aus unserem Institut sind wir beteiligt bei 6 Artikeln in Nature und Science. Und wer in der Wissenschaft tätig ist, weiß, Nature und Science sind sozusagen die Kronenzeitung der Wissenschaft. Da kommt nur das rein, was gerade aufsehenerregend ist. Und ich denke, Sie werden im Laufe des Tages oder dieses Mittags, frühen Vormittags, noch ein bisschen was über die gesamte lernen, was da genau passiert ist. Ich möchte deswegen jetzt schließen und gebe jetzt an meinen stellvertretenden Direktor, der außerdem hervorragend geeignet ist und sozusagen unser immerwährender Moderator für solche Veranstaltungen ist, an Werner Magnes. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass Sie alle gekommen sind. Ich möchte einen Gruß noch hinausschicken, sozusagen ins Webspace. Wir haben auch viele Weltraumfans, die uns heute über YouTube zuschauen. Also ein Hallo und freut uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Bevor ich jetzt das Programm genauer vorstellen möchte, das Sie heute begleiten wird, in den nächsten 2, 2,5 Stunden, möchte ich gleich wieder übergeben und unseren Altpräsidenten, Herrn Professor Denk, bitten um die Grußworte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie, meine angeschlagene Stimme zu entschuldigen, die offensichtlich irgendwo auf den Altweiber-Sommer zurückgeht. Es ist mir eine ganz besondere Freude, die besten Grüße und Wünsche des Präsidiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zu überbringen. Dieses Institut für Weltraumforschung ist ja eines unserer Vorzeigeinstitute und seine wissenschaftlichen Leistungen haben Sie ja, glaube ich, gerade auch gesehen. Sie sind höchst anerkannt. Sie sind in hochrangigen Zeitschriften erschienen, wobei Kronenzeitung ein bisschen abwertend, sehr, ein bisschen abwertend. Und die zahlreichen Einladungen zur Mitarbeit an internationalen Weltraumprogrammen zeigen besonders diese Hochschätzung. Und wir alle, insbesondere natürlich auch die Akademie, wir dürfen darauf sehr stolz sein. Ich möchte noch erwähnen, dass vor kurzem Wolfgang Baum Johann auch in das Präsidium der Deutschen Nationalakademie Leopoldina berufen wurde. Ich möchte dazu sehr herzlich gratulieren. Auch wenn wir, meine Damen und Herren, nicht über Raketen und entsprechende Infrastruktur verfügen, so erfüllt doch die Akademie mit der Förderung dieser internationalen Aktivitäten und Rosetta ist eine sehr wichtige internationale Mission, eine ihrer wesentlichsten Aufgaben als Gelehrtengesellschaft und als Forschungsträger, nämlich die österreichische Wissenschaft im Ausland zu vertreten, die österreichische Wissenschaft im Ausland bekannt zu machen und zu vernetzen. Und ich möchte hier auch erwähnen, dass der Dank natürlich unseren Ministerien oder den Ministerien gebührt, die diese Aktion einerseits und auch die Akademie unterstützen, dem Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft und dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie. Wie Sie bereits gehört haben, war es ein langer Weg.
zum Erfolg. Vor circa 12 Jahren trat die ESA-Raumsonde Rosetta mit ihrem Landroboter Philae, ich habe mir gerade Gedanken gemacht, wofür Philae steht, und ich glaube, es steht für die Tochter dieser Raumsonde, die Reise zum Kometen Jury, verkürze ich jetzt, weil man das Ganze nicht wirklich merken kann. Und seit August 14 umkreist sie den Kometen, und im November, wie Sie bereits gehört haben, setzte dieser Roboter, wie ich annehme, und ich habe das in der Zeitung gelesen, vor Freude hüpfend, was nicht gerade geplant war, aber doch auf dem Kometen ein. Meine Damen und Herren, eine Beziehung zu Kometen haben wir in Österreich ja schon lange. Wenn ich an das berühmte Kometenlied denke, in Johann Nestors Lumbazi Vagabundus aus dem Jahr 1833, eine Landung auf einem Kometen ist aber erst dieser Mission Rosetta gelungen. Heute beendet, und wir können das nachverfolgen, Rosetta die Mission mit einem kontrollierten Niedergang. Und ich habe bereits gesagt, wie ich gelesen habe, ist es nicht ein Absturz, sondern sie wird sich langsam der Kometenoberfläche nähern. Und obwohl viele Daten noch der Auswertung harren, liefert diese Weltraummission mit Hilfe des Know-how unserer Forscher hier im Institut und der Instrumente, an deren Entwicklung dieses Institut für Weltraumforschung maßgeblich beteiligt war, bereits jetzt wichtige Erkenntnisse, die unser Wissen über die Entstehung des Sonnensystems erweitern. Ich gratuliere Wolfgang Baum, Johann, seinem Team und seinen Kooperationspartnern zum großen Erfolg, und ich bin überzeugt, dass wir uns auch in Zukunft noch über viele Ergebnisse freuen dürfen. Alles Gute. Ja, ich darf noch ein Wort ergänzen, eben der Komet ist mit fast 50.000 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit unterwegs. Zur Erklärung, man wäre damit ungefähr in 14 Sekunden von Graz nach Wien, das wäre sehr, sehr, sehr toll. Und im Kometenlied heißt es eben, dass er das ganz ohne Reisepass eben macht. Und ich kann eben ergänzen, dass auch Rosetta keinen Reisepass mit hat auf seiner Reise. Jetzt möchte ich noch Herrn Dr. Geisler bitten, eben die Grußworte von der Forschungsförderungsgesellschaft zu überbringen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich auch ein sehr besonderes Event. Ich war unter anderem dabei, wie der Airbus A380 vorgestellt wurde der Öffentlichkeit. Ein sehr bewegender Moment. Ich war aber noch nicht bei einem so bewegenden Weltraumevent dabei. Das heißt auch herzlichen Dank noch einmal. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das heute ablaufen wird. Ich darf auch die Grüße übermitteln von Bundesminister Leichtfried, der heute leider nicht dabei sein kann, ist im Moment aber sehr auch mit Weltraumthemen konfrontiert. Ich darf die Grüße mitbringen von unserer Geschäftsführung, Herr Pseiner, Frau Egert, die auch ganz persönlich noch einmal sehr, sehr herzlich gratulieren zu diesem großen Erfolg. Es ist die finanziell größte Mission in und aus Österreich bisher, das heißt die entsprechende Sichtbarkeit auf nationaler Ebene, aber auch auf ESA und europäischer und internationaler Ebene ist gegeben und zeigt einfach, wie wichtig es ist, auch an die Öffentlichkeit mit entsprechenden Missionen zu gehen. Es ist in dem Zusammenhang vielleicht wichtig zu sagen auch, Sie sind sehr vertieft mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, Sie gehen sehr ins Detail. Auf der Ebene, auf der wir unter Anführungszeichen agieren, wo es um Geld geht, wo es um Erfolge geht, wo es darum geht, auch zukünftige Missionen zu sichern, geht es auch immer und immer wieder um vergleichsweise einfache Bilder, um etwas darzustellen, was hat sich entwickelt, was hat sich weiterentwickelt, was ist die Rechtfertigung für dieses entsprechende Engagement. Und ich habe hier zwei Bilder im Kopf, ein Poster von Rosetta aus dem Jahr 2013, da wusste man noch nicht so ganz genau, wie jetzt dieser Jury aussieht, und ein Jahr später hatte man dann schon ein neues Poster und dort gab es dann schon eben die Originalaufnahmen mit den sozusagen auch ersten neuen optischen Erkenntnissen. Und das soll vielleicht ein bisschen als Metapher auch dienen, wie Sie sich auch für die zukünftigen Jahre, für Ihre Arbeit vielleicht auch überlegen können, wie können wir denn dieses Delta darstellen, sozusagen unsere Vorstellung von diesem Kometen, aber auch vielleicht von anderen, und
Was wissen wir jetzt mehr? Was ist dieses Delta, das wissenschaftliche Delta, das wir jetzt erarbeitet haben? Wie haben sich unsere Vorstellungen geändert? Und diese Erkenntnisse in vergleichsweise einfachen Bildern auch an die Community zu kommunizieren, die eben Rosetta und andere Missionen als nur einen Teil ihres Portfolios betrachtet und die nicht Zeit hat, sich im Detail mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Der Zeitraum ist enorm, von der Planung dieser Mission bis jetzt zum Abschluss. Damals, als die ersten Ideen geboren wurden, da gab es ja noch nicht einmal richtiges Internet sozusagen, das wurde an den Universitäten erst eingeführt. Im Jahr 2004 beim Start, da war ich etwas über ein Jahr in der Austrian Space Agency damals, ich habe das nur am Rande mitbekommen, weil wie gesagt eben für den Luftfahrtbereich zuständig, aber wenn man sich ansieht, was in der Zwischenzeit auch auf institutioneller Ebene in Österreich passiert ist, es ist die FFG gegründet worden, damals im März 2004 gab es erste Gerüchte, im Herbst wurde das dann umgesetzt, inzwischen über 10 Milliarden Euro Förderungen, die über die FFG ausgeschüttet wurden und entsprechend auch die strukturelle Weiterentwicklung des österreichischen Weltraumsektors. Und da bin ich jetzt schon wieder bei der Zukunft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und Ihren Kollegen, dass Sie rechtzeitig und vollständig auch Ihren Input geliefert haben für die Ministerkonferenz, für den Zeichnungsvorschlag. Wir haben sehr intensiv diskutiert, wir haben verdichtet, wir haben zeitgerecht diesen Montag unseren Zeichnungsvorschlag abgegeben an das Ministerium, am Dienstag bereits auf höchster Ebene erläutert, in diesem Zusammenhang insbesondere die Erfolge und die Aktivitäten des IWF auch noch einmal hervorgehoben und hoffen jetzt, dass sozusagen die finanzielle Antwort bis zur Ministerkonferenz auch kommt und entsprechend zufriedenstellend ist. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass das derzeit zur Verfügung stehende Budget noch deutlich unter unserem Vorschlag liegt und wir uns deshalb intensiv bemühen, dass wir auf die entsprechenden oder auf das entsprechende Niveau kommen, das erforderlich ist, damit auch Sie, vor allem natürlich auch über Prodex, sich erfolgreich an den zukünftigen Missionen beteiligen können. Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich, freue mich, dass ich dabei bin, freue mich auf das, was jetzt passiert und wünsche Ihnen und Ihnen, Herrn Baum-Johann, im Besonderen und nochmal sozusagen auch persönlich gratulieren. Alles Gute für die Zukunft. Herzlichen Dank. Aber jetzt zum großen Finale. Das ist das Signal, das uns heute beschäftigen wird. Wir haben jetzt 11.30 Uhr, so in etwa einer Stunde und 10 Minuten wird Rosetta auf der Oberfläche landen. Was passiert derzeit? Derzeit ist Rosetta ungefähr 2,5 Kilometer über der Oberfläche des Kometen und 3,5 Kilometer vom Landeplatz entfernt und schwebt mit ungefähr 60, 70 Zentimetern pro Sekunde der Oberfläche entgegen. Das, was wir hier sehen auf der linken Seite, ist sozusagen das Trägersignal. Irgendwo im Gigahertz-Bereich über dieses Trägersignal sendet Rosetta die Daten zu den Bodenstationen und es gibt heute, wie Sie sagen, ein Multiple Coverage sozusagen. Es sind mehrere Bodenstationen, kontrollieren das Signal, sodass man es ja nicht verlieren kann. Und darüber werden die Daten noch übertragen und man hofft, dass man bis auf eine Entfernung von nur 15 Metern über der Oberfläche noch Bilder machen wird und dann sozusagen 15 bis 20 Minuten Zeit hat, um diese Daten abzusetzen. Denn sobald Rosetta dann auf der Oberfläche landet, wird sich die Hauptantenne wegdrehen und die Hauptantenne muss mit ungefähr 0,5 Grad Genauigkeit auf die Erde ausgerichtet sein. Das heißt, sobald Rosetta landet, dreht sich die Hauptantenne weg und dann wird dieses Signal verschwinden und man weiß dann off. Dann ist die operative Phase von Rosetta wirklich zu Ende. Wir erfahren das aber erst auf dem Boden rund um 13.20 Uhr, das heißt mit 40 Minuten Verspätung, denn Rosetta ist derzeit schon mit über 700 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Das ist ungefähr der vierfache Abstand oder etwas mehr als der vierfache Abstand zwischen der Erde und der Sonne und es dauert eben rund 38 Minuten, bis das Signal von Rosetta auf der Erde dann letztlich empfangen wird. Das heißt rund um 13.20 Uhr. Prognostiziert ist eben derzeit 13 Uhr, 18 Minuten und 32 Sekunden. Dann sollte dieses Signal verschwinden und Rosetta wird dann eben das Ende von Rosetta wird Wirklichkeit werden. Wir schalten sozusagen hier ganz unten
rund um 12:30 zur Live-Übertragung zur ESA. Da werden wir auch die Bilder dann bekommen, die während des Abstiegs gemacht werden. Es wird so in 10 Minuten, Viertelstundentakt, wird man Bilder präsentieren von der Hauptkamera von Rosetta. Und bis dorthin hin haben wir jetzt Präsentationen vorbereitet, die den Schwerpunkt haben, sozusagen die wissenschaftliche Auswertung, die wissenschaftlichen Highlights von Rosetta zu beleuchten. Es wird mein Kollege Günter Kagel beginnen, der die allgemeinen Highlights betrachten wird und erklären wird. Wir kommen dann zum Kometenkochen mit den Kollegen, mit der Kollegin Irmgard Jerne und dem Kollegen Ferdinand Plaschke. Da werden Sie erfahren, wie man sozusagen mit Fingernagellack, mit etwas Alkohol, mit Sand, mit Eis und mit Mottenkugeln sich seinen eigenen Kometen basteln kann. Danach haben wir zwei Vorträge vorbereitet, die wirklich dann schwerpunktmäßig das präsentieren, was wir wirklich hier auch im Haus auswerten. Sie wissen ja, wir sind an 5 Instrumenten insgesamt beteiligt und es ist jede Menge Wissenschaft schon mit diesen Daten passiert. Und fokussiert wird es hier präsentiert mit über das Instrument MIDAS, unser Rasterkraftmikroskop, präsentiert durch Harald Jesenski. Und dann den Abschluss macht unser Plasmakollege Martin Vollwerk, wird über den Plasmaspielplatz rund um den Kometen Churyumov-Gerasimenko berichten. Dann gehen wir auf die Live-Schaltung über. Das werden wir vielleicht nicht ganz um 12.30 Uhr schaffen, wird sich vielleicht ein bisschen verspäten. Das wird kein großes Problem sein, aber dann geht es in Richtung 13.20 Uhr, wo wir dann beobachten werden, wann das Trägersignal verschwindet und Rosetta eben die Mission beendet. Damit möchte ich überleiten. Ich sehe, der Günther ist schon hinter mir. Günther Kagel ist eben ein Kollege aus der Obersteiermark, aus Kapfenberg. Er ist schon mit der Diplomarbeit und mit der Dissertation, hat er sich schon mit der Kometenoberflächen beschäftigt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim MUBUS-Experiment. Das ist eines der Experimente, die auf dem Lander gemessen hat. Und er wird uns jetzt die Rosetta-Highlights näher bringen. Okay. The floor is yours. Auch von meiner Seite herzlich willkommen am Institut. Und wie schon gesagt, ich möchte hier nicht über Sachen sprechen, die wir direkt im Institut machen, das kommt später, sondern wirklich über die Highlights dieser Mission, was wir an bahnbrechenden neuen Erkenntnissen gewonnen haben bis jetzt. Eine der grundsätzlichen Fragen, warum Rosetta überhaupt konzipiert wurde als Mission, war eben die Frage, woher kommt das Wasser? Auf der Erde wissen wir, im Gegensatz zu unseren unmittelbaren Nachbarn Venus und Mars, gibt es sehr viel Wasser. Warum gibt es auf der Erde so viel Wasser? Woher kommt es? Man kann dem Wasser sozusagen einen Geschmack zuordnen. Das kam vorher im Video schon kurz. Und zwar, es gibt neben dem normalen Wasserstoff auch ein Isotop. Das heißt, im atomaren Aufbau gibt es hier leichte Unterschiede. Und eines dieser Isotope ist eben das Deuterium. Und das Verhältnis zwischen Wasserstoff und Deuterium kann man messen. Und man kennt von Beobachtungen aus der Sonne, von Jupiter, Saturn, von den Gasplaneten, eine ungefähre Zusammensetzung dieses Verhältnisses, wie es im Urnebel, also zu dem Zeitpunkt, als das Sonnensystem entstanden ist, stellt man sich vor, dass es ungefähr hier in dieser Region war. Die Erde hat sich in 4,5 Milliarden Jahren leicht verändert, deswegen ist eben das Wasserstoff-Deuterium-Verhältnis da oben, also nicht mehr so wie in der Sonne, sondern eben durch gewisse Prozesse, auch die Temperatur spielt hier eine Rolle, hat sich das verändert. Und bis vor kurzem hat man eben erwartet, ja, das ganze Wasser, das kann nur von den Kometen kommen, weil wir wissen, dass Kometen zu einem großen Teil aus Wasser bestehen. Deswegen war auch Rosetta von den Instrumenten her ausgelegt, um das genau zu messen. Und dann kam eben die Überraschung. Es gab ein paar Kometen, die man von der Erde aus mit Bodenbeobachtungen schon gemessen hat. Aber Sie sehen, da gibt es relativ große Abweichungen. Diese Messung kann vom Boden nicht so präzise gemacht werden. Deswegen muss man auch mit Raumschiffen hinfliegen und vor Ort messen. Und dann kam die große Überraschung, dass unser heißgeliebter 67b Churyumov-Gerasimenko schon gar nicht in diese Vorstellung reinpasst. Das heißt, definitiv, diese Sorte von Kometen, das sind aus der Jupiter-Familienkometen, das sind die Kometen, die typischerweise der Erde am nächsten kommen, damit auch eine hohe Einschlagswahrscheinlichkeit haben, dass die nicht verantwortlich sein können dafür, dass der Großteil des Wassers auf der Erde da ist. Das heißt, nach dem Ausschließungsprinzip kann man sagen, okay, Kometen können wir ausschließen, wir müssen auf der Suche nach einer neuen Quelle gehen. Und damit kann man dann über Kometenforschung hinaus andere Objekte im Sonnensystem, die Asteroiden, auch in Betracht ziehen. Die enthalten zwar sehr viel weniger Wasser,
Aber dafür ist dieses Wasser relativ ähnlich zu dem, was wir auf der Erde sehen. Und da sind es typischerweise auch sehr viel näher. Das heißt, man muss eine alte Theorie neu überdenken und neue Zugangsmöglichkeiten anschauen. Und es ist auch nicht ein Zufall, dass jetzt bei der Planung der Nachfolge von Rosetta sehr viele Asteroidenmissionen bei der ESA gerade vorgeschlagen werden. Und das wird sich auch zum Beispiel beim Ministerrat dann entscheiden, ob eine von diesen Missionen auch eine Chance hat. Gleichzeitig haben wir hier auch etwas über die Entstehung von Kometen selbst gelernt und auch über die Entstehung des Sonnensystems selber. Dieses Isotopenverhältnis ist nicht rein zufällig bestimmt. Das ist eine Aussage, wo im Sonnensystem dieses Objekt entstanden ist. Also direkt bei der Sonne gibt es ein anderes Verhältnis und wenn man nach außen geht im Sonnensystem, wird es immer kälter. Und dadurch ergeben sich auch leichte Änderungen im Isotopenverhältnis. Das heißt, man lernt hier, der Komet ist sehr weit weg von der Sonne entstanden. Das ist etwas, was man vorher schon angenommen hat, aber durch diese Messung wird sowas noch mehr bestätigt. Aber umso mehr, wenn man auf die nächsten Messungen geht, es gibt eine Klasse von Gasen, die vom Kometen abdampfen, wenn er warm wird. Landläufig sagt, der Komet, wenn der aktiv wird, verliert er Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid. Aber es gibt auch sehr viele andere Elemente, Moleküle, die davon abgehen. Aber die sind teilweise sehr schwierig zu messen, weil die Konzentration teilweise so dünn ist, dass die überdeckt werden von allen anderen Signalen, beziehungsweise sie haben eine sehr kurze Lebenszeit. Wenn die dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, das UV-Licht zerlegt die sofort in kleinere Komponenten und man kann eben nur diese Zerfallsprodukte anschauen. Umso größer können Sie sich vorstellen, als bei der Messung plötzlich molekularer Sauerstoff aufgetaucht ist. Sauerstoff ist so aktiv, dass der normalerweise sofort irgendwo anders chemisch reagiert. Ich sehe schon, die Schüler grinsen alle, die hören das wahrscheinlich gerade in der Schule. Und damit ist es sehr unwahrscheinlich, dass molekularer Sauerstoff in reiner Form überhaupt auftritt. Und die einzige Erklärung, die man jetzt hat, dieser Sauerstoff ist älter als das Sonnensystem. Der ist bereits zu einer Zeit entstanden, als es noch nicht einmal eine Protosonne gab, keine solare Wolke, sondern das ist im interplanetaren Raum entstanden. Das ist nur stellvertretend für sehr viele andere Gase aus dieser Kategorie, die sogenannten Supervolatile. Und normalerweise nimmt man an, im Vakuum, wenn sich diese Moleküle treffen, ist die Reaktionszeit, wo sie eben binden können, zu kurz, weil die eben sehr schnell wieder auseinanderfallen. Wenn die jetzt aber auf der Oberfläche von interstellaren Staubkörnern anlagern, dann werden die so lange dort festgehalten, dass sie einerseits reagieren können, und auf der anderen Seite werden sie dort konserviert, die werden dort quasi eingefroren. Und was wir hier sehen, sind Ausgasungen, die vor 4,5 Milliarden Jahren in Kometen eingelagert wurden und der Komet hat sich seit der Zeit in seinen Grundbausteinen nicht wesentlich verändert. Was auch die ganze Untersuchung der Staubpartikel so wichtig macht, weil das sind wirklich so die Grundbausteine, die kleinsten Einheiten, die wir sehen können, die noch immer älter sind als das Sonnensystem. Und es deutet gleichzeitig auch darauf hin, dass der Entstehungsort mit minus 250 Grad sehr, sehr kalt ist. Das heißt, sehr weit weg von der Protosonne oder überhaupt zu einem Zeitpunkt, wo diese Protosonne noch gar nicht existiert hat. Ein weiterer Schwerpunkt der Rosetta-Mission war die Suche nach organischen Bestandteilen. Und Katrin Altweg, das ist der PI vom Rosina-Instrument, das eben die chemische Analyse macht, hat ihm hier den Begriff des Zoos der organischen Moleküle geprägt. Sie sehen hier, es ist eine ganze Liste und alles, was hier in brauner Schrift geschrieben ist, ist neu entdeckt worden bei Rosetta. Und wir haben grundsätzlich die Anzahl der organischen Verbindungen verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht gegenüber dem Wissensstand, den wir vor Rosetta hatten. Woraus besteht dieser Zoo und warum kommt sie auf die Idee, das überhaupt als Zoo zu beschreiben? Ja, einige dieser Moleküle riechen nicht sehr gut. Das heißt, der ganze Komet riecht eigentlich wie ein Dixi-Klo beim Konzert oder wie ein Pferdestall. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass eben hier sehr viele langkettige grundsätzliche Kohlenwasserstoffe da sind, die zum Beispiel auch in zirkularer Form auftreten. Und das sind schon die Grundbestandteile, die man überhaupt braucht, um Lebensbausteine generell zu formulieren. Und die sind auch schon an Kometen vorhanden. Und das geht hinauf bis zum König der Löwen, also der Tiere. Glycin, das ist ein ganz einfaches Aminoacid, also eine einfache Aminosäure, die auch im Körperstoffwechsel eine große Rolle spielt.
Und das ist auch die einzige, die man erzeugen kann, ohne die Beigabe von flüssigem Wasser. Das heißt, andere Aminosäuren wird man am Kometen nicht erwarten, weil eben ohne flüssiges Wasser hier nichts geht. Gleichzeitig hat das aber eine Konsequenz für die Entstehung des Lebens auf der Erde. Wir wissen, dass Kometen bis zu einem gewissen Grad auf die Erde gefallen sind. Die haben ihre Fracht hier im Ozean abgelagert. Und plötzlich habe ich schon sehr viele von diesen Ausgangsbausteinen, die ich brauche, um Leben entstehen lassen zu können. Das heißt nicht, dass Kometen jetzt selber Leben bringen oder dass Leben am Kometen existiert. Aber nur als Vergleich, es macht einen Unterschied, ob ich ein Haus Ziegel für Ziegel, Atom für Atom aufbauen muss oder ob ich eine Fertigteilwand einfach aufstelle, in dem Sinn hier sozusagen schon höherwertige Moleküle da sind. Es macht das sehr viel einfacher. Es ist natürlich keine Garantie, dass sofort Leben entstehen muss. Es gibt natürlich auch sozusagen auf dem langsamen Weg auch Möglichkeiten, Leben erzeugen zu können. Aber Kometen eindeutig liefern schon sehr viele von den Grundbestandteilen überhaupt, um Leben im weiteren Sinne zu ermöglichen. Und das heißt aber auch, dass es nicht nur auf der Erde Leben geben kann, wenn diese Moleküle teilweise auch schon vorher im solaren Nebel da waren, das heißt, die kommen im ganzen Universum, in der ganzen Galaxie vor, damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo auf einem Exoplaneten Leben finden kann. Man kann nicht über Rosetta Highlights sprechen, wenn man nicht auch den viele Länder erwähnt. Warum ist der so wichtig? Es war nicht nur spektakulär mit der Landung, auch mit dem Herumhüpfen, sondern man braucht immer eine Bodenreferenzmessung. Auch wenn Rosetta unglaublich nah am Kometen herumfliegt, das ist immer noch eine Fernbeobachtung. Rosetta hat einen globalen Blick auf den ganzen Kometen. Aber um sicherzugehen, dass diese Messung wirklich akkurat ist, braucht man es eine Referenzmessung. Und die hat ihm viele geliefert. Nur als Vergleich hier, das ist ein Bild von der Shiva-Kamera, aufgenommen direkt an der Kometenoberfläche. Dieselbe Region ungefähr in einem Bild von der Osiris-Kamera, erst am 2. September diesen Jahres aufgenommen. Sie sehen schon, allein von der Auflösung hier kann man hier einen großen Unterschied erkennen. Und aus diesen Detailaufnahmen kann ich Parameter von der Oberfläche ableiten. Aus welchen chemischen Elementen besteht die Oberfläche? Wie viel Staub ist dort? Wie geht die Energie in den Kometen rein? Wie hart ist diese Oberfläche? Das kann ich alles vergleichen mit dem, was Rosetta sieht. Gleichzeitig kann ich hier in immer detailgetreuere Modelle reingehen. Also das ist ein globales Modell von der Osiris-Kamera. Das ist ein lokales Modell, nur aus Kameraaufnahmen vom Rosetta Lander selber gemacht, von Philae. Aber das muss zusammenpassen. Diese 3D-Struktur muss hier irgendwann auch da reinpassen, um eine große Aussage zu machen. Damit kann ich nicht in ein Modell reingehen. Das ist hier zum Beispiel die lokale Beleuchtung an der Stelle, wo Philae gelandet ist. Das haben wir hier im Haus rekonstruiert. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Und letztendlich die Beleuchtungsstärke, die ich aus dieser Simulation rekonstruiere, muss letztendlich mit den gemessenen Daten, die wir vor Ort gemacht haben, zusammenpassen. Gleichzeitig muss das auch zusammenpassen mit dem, was Rosetta von der Ferne sieht. Also hier schließt sich der Kreis. Ich habe globale Beobachtungen, ich habe lokale Messungen. Ich mache mir ein Modell, das entweder lokal oder auch global anwendbar ist. Und dieses Modell muss letztendlich aber auch wieder meine Messdaten von Lander und vom Orbiter widerspiegeln. Und abschließend, Rosetta wird in wenigen Minuten, also in weniger als einer Stunde, in der Region Maat aufsetzen. Und es kommt immer die Frage, warum gerade diese Mission, warum muss Rosetta überhaupt enden? Kurz gesagt, Rosetta ist am Ende ihrer Lebenszeit. Die Energie wird immer knapper. Der Treibstoff geht schon langsam aus. Es müssen die Instrumente nach und nach abgeschaltet werden. Und man hat jetzt die Chance, eine Anflugbahn zu wählen, die man vorher nicht riskieren konnte, weil die Gefahr, dass die Rosetta-Sonde dabei verloren geht, war zu groß. Jetzt, wenn in ein paar Wochen spätestens sowieso Schluss gewesen wäre, hat man die Freiheit, Manöver zu fliegen, die man vorher nicht wagen konnte, und gleichzeitig auch in die Nähe des Kometen zu gehen. Sehr viele Messungen, gerade Rosina von der Kamera, auch von anderen Instrumenten, die jetzt noch eingeschaltet sind, die haben festgestellt, dass sehr viele Sachen, die sie messen, eine direkte Abhängigkeit von der Entfernung zum Kometen haben. Deswegen möchte man so nah wie möglich rangehen. Und Maat ist eine Region, die wissenschaftlich auch sehr interessant war. Das war auch eine der Regionen, die sozusagen in der höchsten Priorität bei der wissenschaftlichen Auswahl für die viele Landung waren. Nur flugdynamisch für viele war das nicht möglich. Wenn man 1,5 Tonnen Spacecraft im Sturzflug auf sowas abstürzen lässt, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Gleichzeitig ist Maat aber auch die Heimat von sehr vielen von diesen Gruben.
Pits auf Englisch, die deutlich gezeigt haben, dass genau in solchen Gruben drinnen ein Großteil der Aktivität des Kometen abläuft. Also wenn man jetzt auf den ganzen Bildern in meinem Eingangsfolie, hat man das gesehen, mit der Kometenaktivität sieht, dann kommt diese gerade bei den Jets überwiegend aus diesen Stellen heraus. Gleichzeitig sieht man Strukturen, die so landläufig als Gänsehaut beschrieben werden, die bestehen aus den grundsätzlichen Lego-Bausteinen, aus denen ein Komet aufgebaut ist. Das sind so kleine Brocken, 3 bis 5 Meter, und das ist auch von der Entstehungstheorie. Das ist vorhergesagt worden, bevor Rosette überhaupt in der Nähe des Kometen waren, dass solche Brocken entstehen müssen, wenn man in einer stellaren Staubwolke anfängt, aus den kleinen Staubkörnern, die da sind, die immer noch da sind, größere Einheiten zusammenzuballen. Das sind genau diese Einheiten, die man hier sehen will. Und bei der Annäherung jetzt unter 300 Meter geht die Kamera ein bisschen aus dem Fokus. Das Kamerateam hat versprochen, sie werden hier das Bestes geben, um das eben noch zu verbessern. Aber man kann hier vielleicht noch aus 100 Meter Entfernung eine Auflösung von 5 bis 10 Zentimetern erreichen. Das heißt, wir können uns auch diese Brocken, diese Grundbausteine nochmal im Detail anschauen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute hier in der Maat-Region landen. Und das allerletzte, das Flugsegment von Rosetta geht heute zu Ende, aber eigentlich ist das erst der Anfang. Ab heute haben wir Zeit, uns auf die Wissenschaft zu konzentrieren. Wir müssen nicht mehr Zeit verwenden, das Instrument am Laufen zu halten, Planung zu machen, wie wir wann fliegen werden, was passieren wird. Ab jetzt haben wir auch Zeit, mit anderen Instrumenten zu vergleichen. Und Sie können davon ausgehen, dass in 20 Jahren noch Studenten an ihrer Dissertation sitzen werden, die auf Rosetta-Daten basiert. Und damit möchte ich schließen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Günther, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir kommen jetzt zum nächsten Programmpunkt. Keine Werbeschaltung zwischendurch, sondern ein kleiner Kochkurs. Ich habe schon angekündigt, Nagellack brauchen wir brauchen Eis, Trockeneis, Staub und viele andere Dinge mehr. Bevor jetzt die Technik hier jetzt noch die Mikrofone fertig macht, ein kleines anderes Detail, an das ich noch vielleicht erinnern möchte. Wir haben schon gehört, Rosetta ist eine Langzeitmission. Das heißt, wir haben die Proposals, die Instrumentenvorschläge geschrieben Mitte der 90er Jahre, 1995. Der Start war dann 2004, aber da gab es ja auch ein bisschen Probleme. Eigentlich wollte man schon 2003 starten und zum Kometen Virtanen fliegen. Kurz vor dem Start, es war schon alles fertig, Französisch-Guyana, am Europäischen Weltraumbahnhof, war man sich dann doch nicht ganz sicher, ob die neu adaptierte Oberstufe der Rakete, Ariane 5, den Start korrekt durchführen würde. Und man hat sich entschieden, den Start nicht durchzuführen. Das war natürlich eine sehr, sehr schwerwiegende Entscheidung, denn damit musste man sich auch einen neuen Kometen suchen. Und man hatte wirklich zu dem Zeitpunkt eigentlich keinen Backup-Kometen zur Verfügung und hat dann in Windeseile unseren Jury gefunden und dann die Mission im März 2004 dann erfolgreich gestartet. Und ich sehe jetzt, die Kolleginnen sind bereit. Ich darf begrüßen die Kollegin Irmgard Jerne, unsere Testingenieurin und unseren Plasmaphysiker Ferdinand Plaschke. Bitte einen Applaus für unsere Kometenköche. Herzlich willkommen zum experimentellen Teil unserer Veranstaltung. Mein Kollege Ferdinand Plaschke und ich, wir werden jetzt versuchen, vor Ihren Augen künstlich einen Kometen herzustellen. Die Zutaten, die wir dafür verwenden werden, richten sich jetzt einerseits nach dem, was wir bisher über die Zusammensetzung von Kometen wissen, auch nach dem, was Rosetta gemessen hat. Andererseits aber auch danach, was uns hier im Haus und auf der Erde überhaupt zur Verfügung steht. Irgendwann einmal hat dieses Experiment, das wir schon mehrmals durchgeführt haben, hier im Haus den Spitznamen Kometenkochen erhalten. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen es wirklich wie ein Kochrezept. Also wir fangen einfach mit der ersten Zutat an. Für einen kleinen Kometen, also in Haushaltsgröße, à la Churyumov-Gerasimenko, benötigen Sie zunächst einmal ganz was Einfaches, circa 4 Deziliter Sand. Das ist jetzt kein spezieller Sand, sondern einfach nur Sand, wie Sie ihn in jeder Sandkiste finden können, Quarzsand. Der ist jetzt stellvertretend für alle mineralischen Bestandteile des Kometen. Und Sie wissen ja, alle Planeten unseres Sonnensystems bestehen
zu einem großen Teil aus diesen Mineralien. Und seit 1986 weiß man, dass auch Kometen zu einem großen Teil aus Mineralien bestehen. Warum gerade 1986? Das war das Jahr, in dem die Raumsonde Giotto am Kometen Halley vorbeigeflogen ist. Und die Messungen, die damals gemacht wurden, die haben das damalige Wissen über Kometen ziemlich über den Haufen geworfen. Davor hat man ja gedacht, ein Komet ist so etwas wie ein großer, schmutziger Schneeball. Seit damals redet man eher von einem schneeigen Schmutzball, weil der Mineralienanteil wesentlich höher ist als davor angenommen. So, ich darf das dann übergeben. Wir gehen zur nächsten Zutat. Sie ist um die Jahreszeit immer etwas schwierig. Sie benötigen in etwa die gleiche Menge Wassereis, am besten in Form von Schnee. Ich darf mich auch diesmal wieder bei der Eishalle in Hart bedanken, die mir den Weg ins Gebirge erspart hat. Wassereis ist jetzt auch ein großer Bestandteil von Kometen. Dieses Eis beginnt zu sublimieren, wenn sich der Komet erwärmt. Das heißt, das Wasser geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über. Das passiert umso schneller, je näher der Komet der Sonne kommt. Und das hat auch Rosetta gemessen. Also bei der Ankunft von Rosetta beim Kometen waren es nur etwa ein Seidel, also 0,3 Liter Wasser pro Sekunde, die der Komet verloren hat. 2 Monate später waren es dann schon 1 Liter Wasser pro Sekunde und ein Jahr darauf, im August 2015, waren es dann über 300 Kilogramm Wasser pro Sekunde und zusätzlich noch 1 Tonne Staub, die der Komet pro Sekunde ins All geschleudert hat. Wassereis gibt es deswegen noch so viel auf den Kometen, weil sie im äußeren Sonnensystem entstanden sind und dort ist es einfach gewaltig kalt und weil sie sich die längste Zeit auch in kalten Regionen aufhalten. Zur nächsten Zutat, jetzt wird es schon ein bisschen spannender, Sie benötigen 2 bis 3 Esslöffel Kohlenstoff. Wir haben hier einfach zerstoßene Grillkohle genommen, weil es gut zu bekommen ist. Sie können aber auch pflanzliche Kohle aus der Apotheke nehmen. Der ist jetzt stellvertretend für alle einfachen Kohlenstoffverbindungen, die man auf Kometen gefunden hat. Nachdem der Kohlenstoff, wie Sie sehen, sehr dunkel ist und die Oberfläche von Kometen rau und porös ist, reflektieren Kometen quasi überhaupt kein Licht oder fast keines. Das heißt, eigentlich sind Kometen so ziemlich die dunkelsten Objekte, die man in unserem Sonnensystem kennt. Bis vor einem Jahr hat man auf der Erde überhaupt nichts so Dunkles technisch herstellen können. Das ist jetzt eigentlich ein Widerspruch zu dem, wie man Kometen auf der Erde kennt, nämlich als leuchtende Schweifsterne am Himmel. Aber der Effekt ist eigentlich ein ähnlicher wie bei Flugzeugen. Wenn Sie auf den Himmel schauen und Sie sehen das Flugzeug eigentlich nicht oder nur kaum, aber Sie sehen den Kondenswasserstreifen, der das Sonnenlicht reflektiert. Und das Gleiche passiert bei den Kometen. Den Kometenkern selber können Sie nicht sehen, aber Sie sehen das Sonnenlicht, das von der gewaltigen Gas- und Staubhülle, die den Kometenkern umgibt, reflektiert wird. Und auch das ist aber erst der Fall, wenn der Kern warm genug ist, dass er genügend Material verliert. Und das ist ungefähr ab Jupiter-Entfernung von der Sonne der Fall. Also außerhalb der Jupiterbahn können Sie die Kometen überhaupt nicht sehen. So, wir haben jetzt aber nicht nur einfachen Kohlenstoff, sondern wir haben auch komplexe organische Kohlenstoffverbindungen gefunden. Also wir fügen das jetzt in Form von 2 bis 3 Spritzern Sojasauce hinzu. Also diese Zutat ist ja eine äußerst spannende, wie der Kollege vorher schon erläutert hat, da ja auf der Erde alles Lebendige aus solchen organischen Kohlenstoffverbindungen besteht. Die Sojasauce haben wir deswegen ausgewählt, weil sie so schön dunkel ist, also passt farblich. Zum anderen auch, weil sie tatsächlich Glycin enthält. Das ist diese einfache Aminosäure, von der Kollege vorher gesprochen hat. Was wir auch noch hinzugeben, ist ein bisschen Zucker. Auch Zucker ist eine organische Kohlenstoffverbindung und man hat auch einfache Zuckermoleküle auf Kometen schon gefunden. Da reicht ein kleines Sackerl. So, jetzt der angenehme Geruch der Sojasauce bleibt uns leider nicht sehr lange erhalten, denn Rosetta hat
in der Gashülle des Kometen leider auch Ammoniak gefunden. Das lässt sich sehr leicht herstellen. Also wir nehmen einfach Fensterputzmittel, Salmiakgeist, sind dann vom Geruch her sicher bekannt. Und der Ammoniak ist aber durchaus wichtig, und zwar für den Auf- und Abbau von Aminosäuren. So, jetzt wird es wieder ein bisschen angenehmer, was Rosetta nämlich auch gemessen hat. Sind nicht nur Methan, sondern auch Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol, anders gesagt einfache Alkohole. Was Sie dafür nehmen, bleibt Ihnen überlassen. Wir haben uns für einen Uso entschieden, aber das ist ganz nach Geschmack. Ein kleines Stampel, würde ich sagen, genügt dabei. So, insgesamt, wie der Kollege vorher schon angedeutet hat, wissen wir, dass der Komet sicher nicht besonders gut riechen wird, weil Rosetta hat bei seinen Messungen auch festgestellt, dass es Schwefelwasserstoffverbindungen gibt. Das heißt, es riecht nach faulen Eiern. Es gibt dann auch noch Bittermandelgeruch von der Blausäure, die vorkommt. Die haben wir Ihnen hier auch erspart. Ammoniak, ja, Sie wissen schon, entweder Fensterputzen oder vielleicht Pferdestall. Na, und Alkohol riecht vielleicht auch nicht immer ganz angenehm. Ein paar Sachen wie Formaldehyd haben wir Ihnen jetzt auch erspart. Auch Edelgase können wir nicht hinzufügen. Aber ein paar Garanten für intensiven Geruch haben wir noch gefunden. Und zwar hat Rosetta bei seinen Messungen festgestellt, dass auch Aceton in der Wolke um den Kometen vorkommt. Und das ist auch einfach zu bekommen. Sie kaufen einfach einen acetonhaltigen Nagellackentferner. Also wichtig aufpassen, er muss Aceton enthalten. Ein Spritzer reicht. Und was Rosetta auch noch entdeckt hat, ist Naphthalin, ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Und der wird Ihnen vom Geruch her vielleicht auch was sagen, der ist vor allem in Mottenpulver oder Mottenkugeln enthalten. Die haben wir da gleich zerstoßen. Mein Kollege wird das jetzt dazugeben. Ja, und jetzt fehlen vielleicht noch ein paar Gewürze. Womit können wir aufwarten? Rosetta hat Natrium gefunden. Wir nehmen einfach Kochsalz stellvertretend dafür. Eine Prise vielleicht. Magnesium kommt auch vor. Da können Sie Magnesium-Zitratpulver einfach nehmen. Kriegt man in der Apotheke. Und was Rosetta auch noch gefunden hat, ist Phosphor. Auch ganz wichtig, wir haben da einfach größere Zündhölzer genommen. Sie können einfach den roten Phosphor ein bisschen zerstoßen vorne und zur Gesamtmasse dazugeben. So, jetzt fehlt uns eigentlich noch eine ganz wichtige Zutat. Und zwar geben wir noch gefrorenes Kohlendioxid in Form von Trockeneis dazu. Gefrorenes Kohlendioxid und Kohlenmonoxid ist auch ein wichtiger Bestandteil von Kometen. Das beginnt, wie Sie hier schon sehen, auszugasen, beginnt auch am Kometen auszugasen, gleich wie das mit dem Wassereis passiert, wenn sich der Komet erwärmt. Und es ist dann meist so, dass an der Oberfläche der Kometen eher die Mineralien sitzen und die flüchtigen Stoffe dann eher nur noch im Inneren vorhanden sind, also das Wassereis, das Kohlendioxideis, das Kohlenmonoxideis. Und wenn sich der Komet der Sonne nähert, dann bilden sich so Flächen mit erhöhter Aktivität aus. Und aus diesen brechen dann ganze Gaswolken plötzlich hervor. Das sind dann die Jets, die Rosetta auch gemessen hat. So. Was wir jetzt noch einmal brauchen, das ist eigentlich nicht ganz erlaubt. Das ist Wasser in flüssiger Form. Das ist eigentlich bei der Entstehung der Kometen nicht vorhanden gewesen. Aber wir brauchen es ein bisschen als Bindemittel, nachdem wir nicht alle Zeit der Welt haben, also keine 100.000 Jahre, bis unser Komet fertig werden kann. Sie sehen schon, er beginnt schon aktiv zu werden, unser Komet. Wichtig ist immer gut durchrühren, damit alles schön durchmischt ist, dass wir eine schöne Masse zusammenkommen, bekommen das Wasser dann als Bindemittel. Und was dann auch noch fehlt, entscheidend, ist die Kälte des Weltraums.
die wir mit flüssigem Stickstoff nachbilden und die auch der Grund ist, warum mein Kollege und ich mit festem Schuhwerk, Handschuhen, Brille und so weiter ausgestattet ist, weil der führt nämlich zu schwersten Erfrierungen, wenn man ihn auf die Haut kriegt. Flüssiger Stickstoff hat minus 196 Grad Celsius von der Temperatur her und eignet sich ganz gut dazu, das Ganze abzukühlen. Den muss man dann vorsichtig rundherum gießen. Wichtig ist, dass man dann ab dem Zeitpunkt, wo man den Stickstoff dazu gibt, nicht mehr rührt. Man muss ihn rundherum gießen, warten, bis die Masse ein bisschen durchfriert und dann den Rest praktisch oben drüber gießen. Wie gesagt, wo die Kometen herkommen, aus dem Kuipergürtel und der Oortschen Wolke, dort ist es noch wesentlich kälter. Da hat es gerade einmal ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt, der bei minus 273 Grad Celsius liegt. Unser Komet, also Churyumov-Gerasimenko, hat sich doch wesentlich mehr erwärmt, da eine Bahn um die Sonne zieht, also circa 6,5 Jahre für einen Umlauf braucht er. Und am sonnennächsten Punkt steigt die Temperatur auf der Oberfläche bis zu minus 43 Grad Celsius an. Der Komet befindet sich übrigens erst seit 1959 auf dieser Bahn. Er wurde durch den Planeten Jupiter in seiner vorherigen Bahn gestört und ist praktisch weiter ins Sonnensystem hereinkatapultiert worden. So, jetzt beginnt es mit dem Durchfrieren. Wie gesagt, Vorsicht beim Hantieren mit dem flüssigen Stickstoff. Man kann sich jetzt auch überlegen, wie wir den Kometen benennen könnten. Früher hat man sich das ja ganz einfach gemacht. Man hat die Kometen einfach durchnummeriert. Halley ist Nummer 1. Der Komet 67P ist praktisch nichts anderes als der 67. entdeckte Komet. P steht dabei für kurzperiodisch, also wenn der Umlauf um die Sonne weniger als 200 Jahre dauert, nimmt man das kleine P dazu. Und was man dann auch noch braucht, ist praktisch den Namen der Entdecker, das wäre Churyumov-Gerasimenko. Aber ich glaube, das Werk ist gelungen. Und begrüßen Sie hier zum großen Finale unseren kleinen Kometen. Bitte. Ja, Irmgard, glaube ich, können Sie ein bisschen durch die Reihen gehen, wenn jetzt noch Bilder gemacht werden. Sicherlich noch Bilder gemacht hier. Von unserem, ja, schön ist er geworden, muss ich sagen. Ja, es wird immer besser. Ich glaube, wir müssen Kochkurse anbieten in Zukunft. Einmal im Jahr zumindest. Ja, wer möchte noch ein Bild machen von unserem Jury? Und ich darf jetzt die Regie bitten, dass wir kurz umschalten, denn wir haben auch das Rezept noch hier. Also wenn Sie nachkochen wollen, hier steht alles, was Sie dazu brauchen. Genau, heute braucht man nicht mehr verschicken, alle klicken das geschwind ab jetzt über das Handy. Genau, ist vielleicht nur mit dem Besorgen des flüssigen Stickstoffs, könnte es vielleicht ein bisschen Probleme geben, aber da können wir dann auch Tipps dafür geben. Wo ist der Jury? Der Jury kreist durch unsere Hallen. Ja, noch einmal ein Applaus für Irmgard und Ferdinand, ein herzliches Dankeschön. Ja, wir haben jetzt knapp nach 12 Uhr. In weniger als 40 Minuten wird die Rosetta-Mission zu Ende gehen, wird Rosetta auf der Kometenoberfläche landen. Wir haben jetzt einen Abstand wahrscheinlich von rund 2 Kilometern, ist jetzt die Rosetta-Mission noch von der Oberfläche entfernt. Es werden nach wie vor Messungen gemacht. Auf Rosetta befinden sich insgesamt 11 wissenschaftliche Instrumente. Davon sind heute noch 8 im Betrieb. Das heißt, 8 Instrumente machen laufend Messungen. Die Daten werden über die Hochleistungsantenne, Parabolantenne zur Erde übertragen. Und wir werden bis zum letzten Moment dann noch frische Daten bekommen und auch dann Bilder vor allem sehen von der Kometenoberfläche. Davor jetzt aber die Highlights im Haus, und ich habe vorher schon angekündigt, das sind jetzt nicht nur Highlights, die sozusagen nur für unsere Hausgültigkeit haben, sondern das sind auch Highlights, die wirklich auch in der Wissenschaftsgemeinschaft für Aufsehen sorgen.
Und an der ersten Stelle steht natürlich das Gerät, das mit Federführung durch das Institut für Weltraumforschung gebaut wurde. Es ist das Rasterkraftmikroskop MIDAS. Und ich darf Ihnen heute den heutigen Steirer des Tages vorstellen, Harald Siesienski. Er hat von Beginn an bei diesem Gerät mitgebaut, die Software geschrieben und war auch jetzt für den Betrieb des Instruments, beim Betrieb des Instruments sehr eingebunden. Harald, ich darf dich bitten, eben das MIDAS-Gerät jetzt vorzustellen. Danke, Werner. Perfekt. Ich darf Sie im Namen des ganzen MIDAS-Teams auch recht herzlich am Institut begrüßen. Die Idee zu diesem Instrument ist, wie der Kollege Magnus schon erwähnt hat, bereits 1995 entstanden mit dem Einreichen des Proposals für ein Instrument, das auch die kleinsten Partikel, die auf einem Kometen vorkommen können, vermessen soll. Die kleinsten Partikel, wie der Kollege Karl gesagt hat, mit der Kamera sind vielleicht 5 cm groß, die man erfassen kann. Das Ziel für MIDAS war, die Staubpartikel der interplanetaren Materie zu erfassen, die in einer Größenordnung von 1 Mikrometer bis in den Submikrometerbereich vorkommen. Was waren die Ziele dieses Instrumentes? MIDAS steht für Micro Imaging Dust Analysis System, das heißt, wie der Name schon sagt, man versucht Bilder von Staubpartikeln zu bekommen in einer sehr hohen Auflösung. Man wollte 3D-Bilder von Staubteilchen und von Agglomeraten, das heißt von Zusammenballungen von kleinsten Staubteilchen machen. Dann ist es darum gegangen, statistische Auswertungen über Größe, Form und Verteilung dieser Teilchen zu erhalten. Sehr interessant war natürlich auch die Veränderung des Teilchenflusses über verschiedene Zeiträume wie Stunden, Tage und so weiter. Und schlussendlich hat man versucht, eine Messmethode zu erfinden, um auch magnetische Eigenschaften von kleinsten Teilchen ermitteln zu können. Man sieht hier den Rosetta-Satelliten und das sozusagen die Öffnung des Instrumentes MIDAS. Von MIDAS sieht man eigentlich nur die Eingangsöffnung, durch die die Staubpartikel dann eindringen, und das gesamte Gerät ist dann hinter einem Panel verborgen. Nun, mit welcher Art von Mikroskop kann man überhaupt solche Abbildungen machen in diesem kleinen Maßstab? Optische Verfahren wie Elektronenmikroskope und so weiter sind eilig ausgeschieden, da man erstens teilweise spezielle Eigenschaften des zugrunde liegenden Materials benötigt und zweitens auch immer eine Verzerrung bei einer optischen Abbildung gegeben ist. Das heißt, man kann keine echten dreidimensionalen Abbildungen machen. Darum hat man sich entschieden für eine damals gerade aufkommende neue Technologie. Das ist das sogenannte Rasterkraftmikroskop. Das Prinzip kann ich Ihnen hier kurz vorstellen. Und zwar eine sehr scharfe Spitze. Wenn ich scharfe Spitze sage, meine ich mit einem Radius von ungefähr 10 Nanometer, ist auf einen Hebelarm montiert. Die Spitze und der Hebelarm werden auf eine Probe zubewegt und bei der Annäherung treten zwischen Spitze und Probe verschiedene Kräfte auf, je nach Messmodus. Es gibt einen sogenannten Kontaktmodus, wo die Spitze tatsächlich in Berührung mit der Probe kommt. Da kommt es zu einer Verbiegung des Hebelarms. Dann gibt es, und es gibt auch einen dynamischen Mod, das heißt, der Hebelarm wird in Schwingung versetzt und wenn er in die Nähe der Oberfläche kommt, kommt es zu einer Dämpfung der Schwingung. Das ist meine Information, dass ich nahe genug an der Probe bin. Und den Weg, den der Hebelarm samt Spitze zurückgelegt hat, wird als Höheninformation genommen und das heißt, das ist meine eigentliche Messhöhe. Und damit kann ich eine tatsächliche dreidimensionale Abbildung machen, indem wir Punkt für Punkt einen Raster abfahren. Die Auflösung, die wir damit erzielen konnten, beträgt in XY-Richtung um die 4 Nanometer, in Z-Richtung an die 0,2 Nanometer. Das ist
mit anderen Verfahren eigentlich fast unmöglich. Das Kernbereich war zwischen 1 und 100 Mikrometer, je nach Größe und Schrittweite für die Bilder, und in Z-Richtung ca. 8 Mikrometer. Dazu muss man sagen, diese sind nicht willkürlich gewählt, die Bereiche. Man hat aufgrund von Staubmodellen die Größenordnungen der Staubteilchen im Bereich 1 Mikrometer oder weniger vorhergesagt. Die größte Bildgröße war 512 von 512 Pixel, die man erreichen konnte, und mit einer 16-Bit-Auflösung. Die unterschiedlichen Arbeitsmodi habe ich schon erklärt. Und man hat natürlich neben der Topografie auch verschiedene Positionierungssignale als Datenkanal zurücklesen können oder auch statistische Werte, wie lange braucht man für die Annäherung, wann konvergiert man in einen Punkt. Dadurch kann man auch Aussagen über das zugrunde liegende Material treffen. Sie sehen hier in groß das Instrument MEDAS für Interessenten. Es ist auch zu meiner Rechten da drüben das Qualifikationsmodell in dieser Vitrine zu sehen. Das ist eigentlich das erste Modell, das voll funktionsfähig ist und in den elektrischen und mechanischen Eigenschaften komplett dem Flugmodell entspricht. Ich stehe dann später gern zur Verfügung für Fragen. Also wer im Detail noch Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Wie funktioniert das nun, dass man Staub einfängt? Ich wurde mal von einem Kollegen wenig charmant als Staubsaugervertreter bezeichnet. Wir haben natürlich kein aktives Saugsystem. Die Teilchen werden, wenn sie sich vom Kometen entfernen, durch Jets oder Teilchenströme, fliegen mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Und was wir einfach tun müssen, ist, wir brauchen ein System. Um diese Teilchen einzufangen. Sie sehen hier die Eintrittsöffnung, da ist ein Deckel drauf, der war nur während dem Start geschlossen, um zu verhindern, dass eine Kontamination eintritt. Dieser wurde nach dem Start geöffnet. Das heißt, die Staubteilchen dringen durch diese Öffnung ein. Hinter dieser Öffnung befindet sich ein sogenannter Shutter- oder Schließmechanismus. Das ist ein Zylinder mit einer Öffnung drinnen, der je nachdem, ob man belichten will oder nicht, in die entsprechende Position gedreht wird. Also und das zentrale Element hier ist dieses Probenrad. Auf diesem Probenrad befinden sich 64 Kollektoroberflächen, die man belichten bzw. vermessen kann. Zur Belichtung wird die Kollektoroberfläche vor diese Öffnung gedreht und dieser Schließmechanismus aufgemacht, und dann lässt man für eine bestimmte Zeit, da gehört es Vorhersagen geben, wie stark der Staubfluss sein wird, geöffnet. Die Teilchen dringen dann durch diesen Trichter auf diese Kollektoroberfläche, und wenn man genug Teilchen eingesammelt hat, schließt man diese Öffnung wieder, um zu verhindern, dass weitere Teilchen andere Kollektoroberflächen treffen. Zur eigentlichen Messung wird dieses Probenrad dann um 180 Grad gedreht zu dieser Scannereinheit. Diese Scannereinheit, die kann man hier auch gut sehen, beinhaltet 16 dieser Nadeln. Also warum 16 Nadeln? Die Nadeln nützen sich mit der Zeit ab, das heißt, man braucht Ersatznadeln, um über die ganze Mission genug Messspitzen zur Verfügung zu haben. Zum Zweiten sind 4 Spitzen davon, wurden mit einem speziellen Verfahren mit Kobalt überzogen, um eventuell magnetische Eigenschaften von Teilchen zu vermessen. Nachdem man dann die Kollektoroberfläche vor diese Messnadel bewegt hat, ist dieser gesamte XY-Tisch, das ist dieser Tisch, an die Probe herangebracht worden. Das war eine grobe Annäherung, und erst dann ist dieser piezoelektrische Messvorgang gestartet worden. Das ist dann eigentlich erst der Hebelarm mit der Spitze. Und wie man sieht, ist das ein hochkomplexes mechanisch-elektrisches System. Die Mechanik haben wir seinerzeit vom Europäischen Technologiezentrum ESTEC in Noordwijk bekommen. Und es sind natürlich zahlreiche Boards an Bord, 5 Elektronikboards, die sich im unteren Teil des Geräts befinden. Und um eine bestimmte, was ich noch sagen wollte, die Spitzen sind natürlich fix montiert, und um eine entsprechende Spitze auszuwählen, wurde das gesamte Probenrad vor die Spitze gebracht. Also nicht die Spitzen vor das Probenrad, sondern umgekehrt. Das heißt, der zentrale bewegliche Teil ist das Probenrad auf dem Instrument. So, um eine Vorstellung zu bekommen, welche Dimensionen es sich hier handelt. Man sieht hier noch einmal die Messspitzen.
in etwas größerer Form, also die 16 Messspitzen. Der Abstand zwischen zwei solchen Spitzen beträgt 1,6 mm. Das heißt, dieser gesamte Messkopf ist 24 mm breit. Geht man in die nächste Vergrößerungsstufe hinein, sieht man bereits einen einzelnen Hebelarm mit der Andeutung einer Spitze. Der Hebelarm selbst ist ein Zehntel Millimeter breit und mehrere Millimeter lang. Und man sieht schon hier etwas besser die Spitze. Und in dieser Auflösung, das ist jetzt dieser Maßstab, ist 5 Mikrometer. Das ist die eigentliche Messspitze. Die wurde in einem Ätzverfahren erzeugt. Und zwar ist es eine dreiseitige Pyramide, um eine möglichst scharfe Spitze zu erhalten. Und an der Basis ist diese Spitze ungefähr 7 bis 8 Mikrometer lang und die Höhe der Spitze ist an die 12 Mikrometer in der Größenordnung. Und was Sie hier sehen können ist, um diese Staubteilchen einzufangen, braucht man eine Oberfläche, die leicht haftend ist. Das ist ein sogenanntes Sorgel gewesen und es ist getestet worden und man sieht hier zum Beispiel, das sind Aluminium-Nitratkörner, die auf eine solche Kollektoroberfläche geschossen wurden und anschließend mit dem AFM abgetastet wurden. Und das ist jetzt eine Größenordnung von ca. im Quadrat 1 Mikrometer. Und man sieht hier, dass man selbst diese kleinen Strukturen noch relativ gut sehen kann. Zusätzlich am Probenrad befinden sich auch Kalibrierungsfacetten, sondern es ist sehr wichtig, dass die Dimensionen stimmen, die müssen auch regelmäßig überprüft werden. Das heißt, man hat auf Kollektor, also Oberflächen darauf mit einem Höhenstandard, mit einer vordefinierten Größe in XY, die regelmäßig abgetastet werden, um zu sehen, ob sich die piezoelektrischen Elemente verstellt haben aufgrund der Alterung. Und wir haben auch von der Firma Felmi zum Beispiel spezielle Proben bekommen. Ihr seht hier, dieser Maßstab ist 10 Mikrometer, wo zum Beispiel IWF-Logo drinnen ist. Es ist nicht ganz drauf, das soll eigentlich den Kometen darstellen. Das heißt, das ist auch geätzt worden und das ist, hat man als vier Tests dann verwendet zum Abtasten. Ja, kommen wir zu den Ergebnissen. Mit MIDAS war es eine Zeit lang äußerst spannend, weil wir unsere Messergebnisse sehr spät in der Mission bekommen haben. Nachdem wir den Staub einfangen müssen, war es erst möglich, sehr nahe am Kometen zu belichten, das heißt Staubteilchen überhaupt zu erfassen. Und unsere Mission hat eigentlich erst nach dem Absetzen des Philae begonnen und haben dann relativ bald das Glück gehabt, auch wirklich Staub in ausreichendem Maße einzufangen. Grundsätzlich sind die kometaren Staubteilchen, haben einen hierarchischen Aufbau. Das heißt, Staubteilchen einer bestimmten Größe sind immer aus kleineren Staubteilchen der nächst kleineren Größe zusammengesetzt. Und wir haben tatsächlich zwei Arten von diesen Staubteilchen messen können. Man sieht hier ein großes poröses Staubteilchen in der Größenordnung, hier sind sie 10 Mikrometer. Das kann man sich in etwa vorstellen wie eine Schneeflocke oder einen abgeblühten Löwenzahn, wo diese Sporen durch das Blasen dann sehr leicht wegfliegen. Diese Teilchen sind sogar leicht durchsichtig. Aus Größe, Volumen und Verteilung der Subteilchen kann man eruieren, wie ist dieses poröse Teilchen entstanden. Und man kann, es ist auch in diesem Paper veröffentlicht worden vom Herrn Bentley, nachweisen, dass es eine hierarchische Agglomeration ist, wobei die kleinsten Teilchen sich zu Zweierbahnen zusammengefügt haben. Wie keine kleinsten Teilchen mehr zur Verfügung waren, haben die Zweierteilchen sich zu Vierteilchen zusammengewaltet und so weiter. Das heißt, die Struktur ist fraktal, das heißt, je weiter man reingeht, es wiederholen sich die Strukturen. Und das Zweite, was wir was wir ermitteln konnten, waren kompakte Staubteilchen in allen Größenskalen. Und das sind die eigentlichen Grundbausteine für die Zusammensetzung aller größeren Strukturen. Diese kleinsten Teilchen sind nicht rund, sondern ähneln eher einer Kartoffel. Und wobei man festgestellt hat, dass die Tendenz ist, dass sich die kleineren Teilchen sind eher rund und die größeren Teilchen sind eher länglich. Diese Teilchen ermöglichen Aufschlüsse darüber, aufgrund ihrer Form und Größe, woher kommt die Materie. Und die stimmen sehr gut überein
die ersten Ergebnisse mit den Theorien über die interstellare Materie. Das heißt, wie unser Sonnensystem entstanden ist, ist wahrscheinlich interstellarer Staub in unserem Sonnensystem eingeflossen und hat den Grundbaustein für die Entwicklung unseres Sonnensystems gebildet. Rechts sehen Sie noch eine Animation dieses porösen Staubteilchens. Und da sieht man eben, dass es Bereiche gibt, die wirklich leer sind. Das heißt, man kann durchschauen durch dieses Staubteilchen. Abschließend kann ich dazu sagen, dass wir haben ungefähr 300 Aufnahmen mit Staubpartikeln gemacht, also wo wirklich Staubpartikel drauf sind. Davon sind bis jetzt 5 Aufnahmen ausgewertet worden. Das heißt, wir haben Material für die nächsten Jahre, für mehrere Wissenschaftler, um das zu analysieren. Man sieht, es ist diese Auswertung relativ komplex, da man aus diesem großen porösen Teilchen auch die Substrukturen rausfiltern muss und dann statistische Auswertungen macht und so weiter. Die Flugzeit war, wie mehrfach erwähnt schon, die 12 Jahre. Wir haben insgesamt nur 8 Kollektorflächen belichtet. Das war ausreichend, um genug Staub einzufangen. Wir haben mehr als 1000 Aufnahmen gemacht, davon waren ungefähr 860 für wissenschaftliche Zwecke, der Rest war für regelmäßige Kalibrierungsmessungen. Also mehrere hundert Staubpartikel auf ca. 300 Aufnahmen haben wir gemacht. 400 Tage war Messung, 200 Tage ungefähr Belichtung. Und in dieser Zeit haben wir über 56 Millionen Messpunkte aufgenommen und ungefähr 10 Millionen Datenpakete, die im Nachhinein dann analysiert und ausgewertet werden müssen. Also im Großen und Ganzen ein sehr großer Erfolg für uns und wir sind froh, dass wir an dieser Mission teilnehmen haben können und wir haben sicher noch einiges an Arbeit auch in den nächsten Jahren vor uns. Danke. Harald, herzlichen Dank. Wie gesagt, das MIDAS-Team besteht natürlich nicht nur aus Harald Jesenski, sozusagen der Häuptling des vom MIDAS-Team, Mark Bentley, ist im Kontrollzentrum der ESA in Darmstadt, gemeinsam mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Turit Mannel und auch Roland Schmidt. Die waren gestern schon vor Ort, sind schon vor Ort benötigt worden, da wurde schon wissenschaftlich diskutiert und präsentiert. Die Resultate wurden gestern schon ausgetauscht und heute sind sie eben live dabei, wenn jetzt Rosetta auf die Oberfläche niedersinkt. Apropos Rosetta, wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten, das heißt, wenn ich rechnen kann, 1200 Sekunden, das heißt, man wird ungefähr jetzt 1,5 Kilometer vom Landepunkt entfernt sein. Rosetta misst nach wie vor, man sieht die entspannten Gesichter im Kontrollzentrum, wir haben ja den ESA-Link im Hintergrund schon laufen. Sehr nett, die vielen Gesichter zu sehen, die sonst so eine riesige Rosetta, eine Kometenmission oder Planetenmission eben betreuen und kontrollieren, sind heute völlig entspannt. Warum? Die letzten Kommandos wurden schon um rund 10 Uhr zum Satelliten geschickt. Das heißt, jetzt ist alles angerichtet, jetzt kann man nur mehr zuschauen, was passiert und hofft, dass eben bis zum Schluss die Daten kommen. Gut, da schauen Sie jetzt doch wieder gespannt, so wie immer. Aber vorher war eben Hubel, Trubel und Foto machen und schon ein bisschen anstoßen im Hintergrund. Also waren schon ziemlich relaxed. Es werden auch jetzt Fotos übertragen. Sie sehen auch hier, dass das offizielle Programm der ESA noch nicht begonnen hat. Das wird jetzt aber in Kürze passieren. Wir haben noch einen Vortrag für Sie vorbereitet. Das wird dann ganz genau überfließen in die ESA-Übertragung. Und wir werden dann bei der ESA-Übertragung dann auch laufend aus verschiedensten Höhen dann die Bilder zu sehen bekommen und auch vom Häuptling jetzt des OSIRIS-Teams, der Hauptkamera, dann erklärt bekommen, was man auf den Bildern sieht. Zurück ans IWF, zurück zu einem Forschungsschwerpunkt unseres Hauses, der Weltraumplasmaphysik. Mein Kollege Martin Vollberg wird uns, so muss ich weiterschalten, sozusagen den Plasmaspielplatz rund um so einen Kometen näher bringen. Martin ist Plasmaphysiker und wir wissen ja, Plasma ist ein Aggregatzustand, den wir auf der Erde nicht so kennen. Das heißt, hier sind, wenn man so gasförmige Materialien immer mehr erhitzt, dann trennen sich die Elektronen von den Atomen ab und sind sozusagen voneinander getrennt und interagieren dann
nur mehr über elektromagnetische Felder. Und das hat auch Martin inspiriert, heute diesen Anzug anzuziehen. Sie sehen, die großen Sterne sind die Atome, die Atomkerne, die kleinen Sterne sind die Elektronen, die sozusagen hier jetzt durch den Weltraum flitzen. Und er wird uns jetzt näher bringen, was dieses Plasma sozusagen rund um den Kometen Churyumov-Gerasimenko uns für Lieder spielt. Martin, bitte. Ja, danke Werner und auch von mir und das Rosetta Plasma Consortium Team herzliche Willkommen hier im IWF. Ich werde etwas erzählen über Rosetta als eine Plasma-Mission. Eigentlich ist das nur ein kleiner Teil davon, aber ein wesentlicher Teil. Wir möchten gerne verstehen, wie so eine Kometen, wenn das ausgast, wie die Wechselwirkung mit dem Sonnenwind ist. Der Sonnenwind ist ein Strom von geladenen Teilchen, der von der Sonne kommt und damit zusammenhängt noch ein Magnetfeld und das hat irgendwie eine Wechselwirkung mit dem Kometen und jetzt werden wir anschauen, von, was das alles so bringt. Ein kurzer RPC in Zahlen. RPC besteht aus 5 Instrumenten. Das ist ein de Langmuir probe, een mutual impedance probe, dat mist plasmawellen, ion en electron spectrometer, dus we elektronen en ionen gemessen, een ionen compositionsanalyzer, dat anschaut welke bestimmte arten van ionen daar gibt. Dan gibt es een magnetometer. Bei der Magnetometer, der Schwerpunkt ist hier im Haus, werden die meisten Ergebnisse, die ich jetzt zeige, werden hauptsächlich mit dem Magnetometer zusammenhängen. Und am anderen Seite gibt es auch noch eine längere Probe, die steckt hier runter und die steckt weit runter unter dem Gehäuse von Rosetta. Und das Lab-Team in Schweden freut sich schon, dass die Erste sein werden, die auf der Oberfläche von Churyumov-Gerasimenko treffen werden. Von der Magnetometer haben wir ungefähr 900 Millionen Magnetfeldvektoren gemessen. So, alles geht hier, weil wir natürlich so viele und so kleine Teilchen haben und sie alle messen und zusammenzählen. 14 Billionen Ionen von ICA gemessen und ja, diesen Zahl kann ich gar nicht mal aussprechen, glaube ich, wie viele Elektronen da von den Langmuir Probe gesammelt worden sind. Gut, wie funktioniert jetzt die Wechselwirkung, zwischen der Sonnenwind und einem Kometen? Das hat Hannes Alfvén in 1957 schon erklärt mit seiner Plasmatheorie, für den er den Nobelpreis bekommen hat. Der Sonnenwind mit dem Magnetfeld geht zur Kometen. De Kometen gast aus, so wie wir so in die Bilder gesehen haben, und bremst das Magnetfeld, das in de Nähe von dem Kometenkern kommt, bremst es ab. Wenn es weit die das Magnetfeld weiter weg von Kometen bleibt einfach weiter fließen mit dem Sonnenwindgeschwindigkeit von so 350 km pro Sekunde. Wenn man das mal lang genug macht, dann kriegt man so ein Schweif hinter den Kometen und so ist wie so ein leuchtender Schweif von Kometen entsteht. Jetzt sind wir mit Rosetta ungefähr da in der Nähe oder da in der Nähe, ja, 10 bis ein paar hundert Kilometer weg von dem Kometenkern und fliegen immer hin und her. Und dann haben wir auch gemessen, von, wie das Magnetfeld aussieht. Und hier zeige ich das Magnetfeld für 3 Monate in 2015, Mai, Juni und Juli. Und wenn wir in den mittleren Teil sehen, dann sehen wir, dass es da ganz ordentlich ist. Da im Rot, das zeigt weg von der Sonne. Und in Blau, das zeigt das Magnetfeld zur Sonne. So, da kann man sich vorstellen, dass das Magnetfeld so um den Kometenkern hängt. Aber wenn man in die anderen 2 Monate schaut, dann sieht man hier, dass es einfach ein großes Kuddelmuddel ist zwischen Rot und Blau. So, es ist nicht immer so schön, als Alfvén damals gesagt hat, in de 50er Jahren.
Und jetzt bin ich dran, um zu verstehen, warum das so kompliziert aussieht und warum das so, so schön aussieht. Und ja, das hängt wahrscheinlich ab von wo man genau da in der Nähe ist und was der Sonnenwind über Zeit macht und so weiter. So, das ist schon ein erster Schritt von was man so alles noch machen muss. Das ist steht erst in der Kinderschuhe. Dann, wenn de komete näher zur Sonne kommt, dann wird die Aktivität größer und damit auch die Ausgasung und die Abbremsung von dem Magnetfeld. Und nicht nur von dem Magnetfeld, auch von den Ionen und Elektronen, die vom, von der Sonnenwind mitgeführt werden. Von der Sonnenwind sehen wir nur Wasserstoff und Helium. Und von der Komete sehen wir schwere Ionen wie Wasser, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und so weiter. Und wenn man über Zeit schaut, dann sieht man langsam, als de komet zur Sonne geht, dass immer das Signal von die Sonnenwindionen runtergeht, die verschwinden irgendwann und dann bleiben nur die kometare Ionen bleiben über. Und, aber das Magnetfeld bleibt noch immer da hängen. Aber wenn de Aktivität dann noch größer wird, dann wird sogar das Magnetfeld weggeschoben durch de Outgasung. Und dann vormt sich ein magnetfeldvrije Raum rondom de kometen. In vachtermen heet dat een diamagnetic cavity. En wie Sie sehen hier, hier is het magnetveld kort voordat ze eingetreten wordt, is ganz veel los daar. En dan plötzlich is het ganz ruhig. Dus fast geen veld meer. Hier is opgeblazen, hier sehen Sie, dat het eigenlijk nur zwischen minus 1 und 1 Nanotesla ist, während vorher es bei 30, 40 Nanotesla Feldstärke war. So das Magnetfeld verschwindet durch die Aktivität von dem Kometen. Und das Praktische jetzt ist, dass theoretisch sollte das da null sein. Natürlich genau null wird es nicht sein. Aber diese Höhle können wir jetzt verwenden, um den Magnetometer, der auf dem Satelliten ist, zu eichen. Okay, wenn es da kein Feld geben sollte im Mittelwert, dann wissen wir auch, okay, wenn es doch einen Betrag gibt, dann können wir dafür korrigieren. So, dass, dann wird die Kalibration von dem Magnetometer wird dann, kann da dann stattfinden. Diese Spikes, die Sie hier sehen in der Magnetfeldstärke, is iets wat nog niet bekend was. Die diamagnetische heulen die waren schon bekend van Giotto en van experimenten die man met satellieten gemaakt hebben, dat dat tatsächlich entsteht. Maar deze spikes die oft neben die heulen te zien is, dat is iets nieuws en die werden ook gerade onderzocht van wat het genau is. Het zijn waarschijnlijk schokwellen, maar we zijn nog niet ganz genau klaar. Es ist uns noch nicht so ganz klar, von was genau das ist, aber wir versuchen es herauszufinden. Bisher Vorbeiflug von Komet Halley durch den Giotto-Satelliten sind wir nur einmal durch diesen Raum geflogen. Rosetta in ihrer Mission hat bis jetzt schon 650 Mal so ungefähr diese magnetfeldfreie Raum betreten und wieder rausgekommen. Und alles sieht aus, als ob es eine sehr stabile Region ist, die schon bewegt, aber vom Form ist es immer ziemlich gleich. Jetzt hören Sie einen Ton, die haben Sie wahrscheinlich auch schon bei vorherigen Veranstaltungen gehört, das ist der sogenannte singende Komet. Wenn wir beim Kometen angekommen sind, haben wir gesehen im Magnetfeld, dass da eine Welle von ungefähr 40 Millihertz zu finden ist. In Frequenz schiebt es ein bisschen von 20 bis 80 Millihertz, aber der ist ständig da und
langsam ist mit der Aktivität, der zugenommen hat, ist der singende Komet dann verschwunden oder vielleicht ist dieses Signal einfach verschwommen durch alle anderen Aktivitäten im Magnetfeld, die stattgefunden hat. Aber jetzt, als die Aktivität wieder weniger geworden ist, ist diese singende Komet wieder zurückgekommen. Die Daten, die ich hier zeige, sind von 12 November 2014, so das war so rund um das Philae gelandet wurde. Und hier sehen Sie, hier wurde Philae getrennt von Rosetta und Philae geht zur Landepunkt und Rosetta fliegt einfach weiter. Und rot und grün hier zeigen die Daten van RPC-MAC. Grün is RPC-MAC, dus is zelf Rosetta. Rood sind die Daten van ROMAP, van de magnetometer auf Philae. En ze zien dat ze eigenlijk die twee spacecraft die gleiche Wellen zijn. Dus is leichte Unterschied, aber eigentlich ist das gleiche. Und dann können wir herausfinden, wenn man auf zwei Punkte die gleiche Welle messen können, können wir herausfinden, was sind die Eigenschaften davon. Und das hat das Team in Braunschweig sehr schön gemacht. Und wenn Sie es wissen wollen, diese singende Komet wird generiert durch eine modifizierte Weibel-Instabilität. Das wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen und das braucht auch nicht. Was das Nette ist, weil die zwei Spacecraft das gleiche sehen und weil Rosetta selber eine drei-achsen-stabilisierte Spacecraft ist, so dass Rosetta steht immer gleich im Raum, weil die Antenne natürlich Richtung Erde zeigen muss, können wir ausrechnen, wie wie Philae sich bewegt hat. Wir haben von der Aufnahme Fotos gesehen, dass Philae wurde entkoppelt von dem vom Rosetta und hat gedreht, um die Spacecraft zu stabilisieren, als die Landung stattfand. Danach hat es ein bisschen gehüpft, das wissen Sie. Und weil Sie die zwei Spacecraft immer die gleiche Art von Wellen gemessen haben, konnte man den Bahn von dem Länder rekonstruieren, dass wir sehen konnten, von wie genau hat sich Philae bewegt über die Oberfläche von 67P Thulium of Gerasimenko. Und dann haben sie da auch eine ganz schöne Animation von gemacht, die ich jetzt zeigen wird. Hier sehen Sie noch, wie Philae runterkommt, dann abstoßt. Und dann, wie bekannt, leider wieder wegfliegt. Und nur durch den Vergleich von, was ROMAP, der Magnetometer, auf Philae, was der gemessen hat, weil das so runddreht, und was Rosetta Spacecraft im Raum gemessen hat, hat man rekonstruieren können, wie eigentlich den Länder so über der Oberfläche geflogen und rundgedreht hat. Und ja, das war schon ein schönes Ergebnis. Und dann letztendlich, nach ein paar Mal anstoßen, kommt Philae dann zur Ruhe in, dann nochmal anstoßen auf den Boden und dann hört das Drehen auf. Und letztendlich fliegt Philae dann nach der endgültige Landestelle, wo wir jetzt wissen, dass es natürlich leicht gekippt gelandet ist. Und da ist es dann letztendlich zur Ruhe gekommen. Und wie so gezeigt, in ein Bild von Osiris, haben sie dann ganz an der Rand von diesem Bild, haben dann tatsächlich gefunden, wo Philae gelandet ist. Das waren nur ein paar kleine Ergebnisse von, was wir mit Rosetta RPC gemacht haben.
Es gibt noch viele andere Sachen. Natürlich schauen wir an, von, wie das Plasma sich entwickelt. Rosetta RPC ist noch immer eingeschaltet und wird das Magnetfeld und die Plasmadaten so lang wie möglich zurückschicken, zodat wir wirklich ein schönes Bild kriegen van, okay, das Plasma und das Magnetfeld sieht so aus, weit weg, ein paar Kilometer weg von der Kometkern und bis zur Oberfläche wollen wir gerne wissen, wie das alles so aussieht, wie die gradiënten van das Verlauf van de Dichte und het Verlauf van het Magnetfeld sind. Und da werden wir sicher noch einiges an arbeiten müssen, um das zu erklären. Danke. Vielen Dank, Martin. Ich habe mich jetzt ein bisschen provokant hier daneben hergestellt. Warum? Weil genau in diesen Sekunden Rosetta gelandet ist. Und ich glaube an der Stelle glaube ich, auch ein Applaus einfach für Rosetta, weil jetzt ist die Mission zu Ende. Wir werden es erst in 40 Minuten erfahren. Und ich glaube, wir können jetzt gleich auf den ESA-Ton schalten, wenn das möglich ist. So, it's really great, it's exciting, it's working like a charm. It's the future home of Rosetta. Holger, just very, very briefly, after such a successful mission, why do we end it like this? Well, it's all about science. So we want to see these images of the sidewalls because they give us clues about the origin of cometary nuclei. So that's why we do it, and that's why we get closer ever to exactly this spot that was decided by the science team of Rosetta. All right, Holger Zirks, thank you so much for now. And of course, we look forward to many more pictures that you will show us in the course of this event. We'll get back to you. But in the meantime... Ja, Sie haben jetzt gesehen, Holger Zirks, erster PI des Osiris-Kamera. Und wir haben jetzt auch schon die ersten Bilder gesehen vom Abstieg, die hochauflösenden Bilder und auch so einen Graben, den Günther vorhin erwähnt hat. Und hier sehen wir den Flugdirektor jetzt von Rosetta, Andrea Accomazzo. Rosetta was woken up after 3 years of hibernation, and that event was already more than 2 years ago. It was an event, a mission full of challenges that you and your team had to face. I mean, really quite a ride. Well, definitely, if you think about the Rosetta mission, was conceived in the middle of the 80s, when we knew very little about comets. We embarked on a trip of 10 years long in the solar system. We had to fly by planets to gain velocity, to reach this comet with the right velocity. We flew by asteroids. We had to hibernate the spacecraft because we were flying so far away from the sun. Already the trip there was an adventure and a masterpiece of technology and engineering from all sides. All this for science. All this for science, and you're a flight operator. What was the biggest problem? I mean, was it the fact that it was so far away, the distance, or the complexity of the hardware? What was it? Well, during the design of the mission, I would say the distances Rosetta had to go through, definitely. We were close to the sun, far away from the sun, so different environments. The operations at the comet was the second big challenge. It was much more challenging than anything else. Nobody had ever done anything like this, and we are leading, we are on the front edge there. And have you learned anything from it? Has ops learned a lot from that mission? Well, we have done something, as I said, nobody had ever done. We are the only ones now capable of doing something like this. And this is an achievement not only for ESA, but for mankind. We can do something like this. And this is what we have to continue doing for the coming years. We have to go the next step. We have to go for sample return missions. If we want to protect our planet from asteroids, then this is what we have to be able to do. After all the sleepless nights, I remember some sleepless nights with various events that we did together, and all those challenges, would you do it again? Absolutely, yes, no doubt. No doubt about that. No, indeed. Okay. It's the most fantastic mission ever. Indeed, Andrea Accomazzo, and you were part of this fantastic mission, still are flight director of Rosetta. Thank you so much. Thank you. And of course, yes, we all remember, of course, what an adventurous mission Rosetta was in all these years, and still for a few minutes. Let's take a look at some of the milestones. Rosetta's journey began 12 years ago, and for the scientists behind the mission, it was even earlier. It took over 6 billion kilometers to get to the comet, using a gravitational kick from Mars and 3 planetary assists from Earth, circling the Sun almost 4 times. Rosetta studied asteroids Steins and Letitia along the way, monitored by ESTRAC ground stations around the world.
The spacecraft was put into hibernation in June 2011, spinning once every 60 seconds so that the solar panels could receive as much sunlight as possible. The alarm was set to wake up Rosetta on January the 20th, 2014. Within 6 weeks of the wake-up signal, all of Rosetta's 21 instruments have been activated, 11 on the orbiter, 10 on the lander. In May 2014, Rosetta put on the brakes and, together with a series of thruster burns, reduced the relative speed between the comet and the spacecraft to just 1 meter per second and its separation from around 20 million kilometers to just 100 kilometers. The unusual shape of the comet became clear. Rosetta arrived at the comet on August the 6th, 2014, and shortly afterwards became the first spacecraft to orbit a comet. After a landing site was decided on the head of the duck-shaped comet, Rosetta released its fillet lander, and the 7-hour descent made history, as did the multiple bounces across the comet's surface. The first mission to make a controlled landing on a comet sent back its first spectacular images of the surface. After returning its science data, the lander's prime mission was over and it went into hibernation. Despite brief communications over the summer of 2015, its position was unknown until just a few weeks before the end of the mission. Rosetta's primary objective has always been to examine and monitor a comet and to see how it changes as it nears the Sun. And on the exact moment of perihelion, its closest approach to the Sun, Rosetta was watching. Rosetta is now heading out into the colder reaches of our solar system alongside the comet. Today's controlled descent onto the comet's surface is yet another first for the boldest cometary mission in history, advancing cometary science and our understanding of the universe. And it's all about the science. We've heard that several times in the course of this mission. That's why. Genau, während jetzt der Mission Scientist Matt Taylor jetzt interviewt wird und auch wieder über die Wissenschaft befragt wird, das haben wir schon präsentiert, möchte ich hier noch ein paar Fakten vielleicht bringen, die für die Mission sehr, sehr interessant sind. Wir werden immer wieder gefragt auch, okay, was passiert jetzt mit diesem Orbiter jetzt danach? Wird er wieder einmal aufwachen? Es ist ja so, dass der Komet Jury in ein paar Jahren wieder bei uns vorbeifliegen wird und es wäre dann wieder genug Sonnenlicht da. Man könnte eigentlich den Satelliten wieder in Betrieb nehmen. Theoretisch ja, praktisch ist es leider sehr, sehr unwahrscheinlich, denn man musste auch den Satelliten in einen Abschaltmodus kommandieren. Das heißt, relativ rasch nach dem Start hat man eine automatische Routine implementiert, die den Satelliten wieder in den Tiefschlaf versetzt. Warum? Damit dieses Trägersignal sozusagen nicht als Geistersignal im Weltraum herumschwirrt und vielleicht dann andere Satellitenkommunikationen stören könnte. Das heißt, es wäre zwar wieder in ein paar Jahren genug Energie da, aber man wird nicht wieder Kontakt aufnehmen können mit dem Satelliten. Interessant war nur die Frage, wie man die Flight Operations Leute gefragt hat, okay, könnte Rosetta wieder aufwachen? Sie haben eigentlich nicht definitiv Nein gesagt. Okay, aber da möchte ich jetzt kein Gerücht verstreuen. Es war, vielleicht haben Sie dann noch irgendein Hintertürchen, dass Sie vielleicht doch wieder in ein paar Jahren nachschauen, ob da vielleicht ein Signal von Rosetta gesendet wird. Ein anderes interessantes Detail, oder weil ich hier jetzt nochmal den viele Länder sehe, möchte ich auch nochmal die Magnetfeldmessungen kurz anreißen. Wir haben mit dem Kollegen Gerhard Berghofer da bei der Landung. Wir waren ja beteiligt beim Ländermagnetometer und Gerhard hat den Hauptprozessor für das Ländermagnetometer gebaut. Die Ländermagnetometer-Daten wurden über 60 Stunden aufgenommen. Das heißt, während dieser ganzen Purzelbaumphase des Landers und der dreifachen Landung war das Magnetometer in Betrieb, wurden vom Lander Daten gesendet und es sind von den Magnetfelddaten, kein einziges Bit ist davon verloren gegangen. Das heißt, es wurde alles auf den Boden gesendet, es hat die Hardware perfekt funktioniert und man konnte wirklich die Daten wissenschaftlich sehr, sehr gut auswerten und die sind letztendlich auch in eine Science-Publikation gemündet. Einen Punkt werde ich noch vielleicht erwähnen, wir warten jetzt wieder auf Bilder, das heißt, Holger Sierks wird in Kürze wieder kommen und die nächsten Bilder präsentieren. Interessant ist auch in der heutigen Medienwelt, wo man sozusagen mit dem Handy, ich habe es jetzt am Tisch liegen, sozusagen in Windeseile sich ein Video irgendwie herunterladen kann, wie schaut das mit Rosetta aus? Rosetta liefert ungefähr Daten oder hat Daten geliefert, muss man jetzt schon sagen, in der Größenordnung von ungefähr 40.000 Bits, also 40.000 Informationseinheiten pro Sekunde.
Das heißt, da würden Sie heute schon beim Internetsurfen einschlagen und sagen, ach, die Internetverbindung geht heute wirklich wieder sehr, sehr schlecht. Das heißt, man hat wirklich über diese, mit diesen Deep Space Missionen nicht die Möglichkeit, extrem viele Daten zu übertragen. Und dementsprechend ist es ein großer Kampf zwischen den Wissenschaftlern natürlich, okay, welche Daten werden gemessen? Man kann am Onboard sehr viele Daten messen, aber es wird dann wirklich dann selektiert, welche Daten wirklich auf die Erde dann übertragen werden können. Die gesamte Datenmenge, die wissenschaftliche Datenmenge von Rosetta sind ungefähr 20 Gigabytes. Das heißt, man hat 20 Gigabytes an wissenschaftlichen Daten von Rosetta, die jetzt noch für die wissenschaftliche Auswertung zur Verfügung stehen. Und an der Stelle würde ich sagen, versuchen wir jetzt wieder die Schaltung zu ESA und schauen, ob wir nicht schon wieder Bilder bekommen von der Landung von Rosetta. Heute nicht in einem auffälligen Hawaii-T-Shirt. How the solar system formed and how we got to where we are today. And we've only, like Philae, just scratched the surface. And it's important to note, Rosetta mission is both the lander and the orbiter. Together, they have made it possible to do the science, to make the breakthroughs that we have. And we have only just scratched the surface. We have decades of work to do on this data. So the spacecraft may end, but the science will continue. That's what we were here. That's what we're here for. That's what this mission was for. And that's a beautiful message, especially on a day like today. Matt Taylor. A sad day. Yeah, exactly. A bit of both. There's always two sides to every coin, Matt Taylor. Thank you so much. And by the way, just to give you an idea about the huge harvest of science that Rosetta has delivered there, Rosetta has triggered a total of 672 science papers since the launch, just 119 this year alone, with another 50 in the pipeline. So, as we just heard from Matt Taylor, it is just beginning, the science part of it. And talking of science, it's time to go back to Holger Sirks, whose team is processing the images that the spacecraft is taking during the descent. Rosetta is about 30 minutes away from touchdown right now. So Holger, I'm sure you've got some new and amazing pictures for us. Well, it's a bit hectic here these minutes. So we are at a good 2 kilometers altitude now. So what we prepared is a view by the wide-angle camera, so a wide-angle shot of this landing area, the pit D over here, the pit E over there. Landing will happen there in the upper right. So that's a cool overview. So we focus right now on the main part of pit D and zooming in with our telecamera. So this is what we see. So the side walls of this pit already. So with the structures, thermally processed, goosebumped, whatsoever. So we will work on these images for the next year. So we get great detail down of the whole area as expected. So imagine we are more than 700 million kilometers away. We have to compress those images to the utmost, to 1 over 20, so they are not as crisp anymore as we are used to have them, but it's great detail and good science to be expected from there. Okay, brilliant. Holger, thank you so much for this, and obviously we won't let you go before all this is over today. We'll come back to you later again. But I would like to turn now to the other team that's sharing the room with you, and there we should very soon see Katrin Altweg. She is the principal investigator of the Rosina instrument, and that is receiving data from Rosetta right now as we speak. I mean, 7 instruments on board of Rosetta, of those 11 are still working, very, very busy. And if we remember, the Rosina instrument brought a breakthrough in science in deciphering the chemical composition of the comet. Katrin Altweg is from the University in Bern, and hopefully she can hear me now, and hopefully she can tell us a bit and comment a bit on the kind of data that she receives from Rosetta. I have still 2 of the Rosina sensors on. That's the mass spectrometer DFMS, and it's also the COPS sensor with 2 gauges, the Nuc gauge and the Ram gauge. What you see here is the pressure. So it's the density in the atmosphere of the comet, and it rises and rises since this morning. We are still at not very high pressures. I expect it to rise by another factor 2 before we land.
from these curves, we will really get cut through the whole atmosphere of the comet. We will understand how dust is accelerated. We will see all the regions which were postulated by the modelers and then constrain their models with these last measurements. And I think it's a unique opportunity to do that. Wow. Katrin Altweg, thank you so much. Wir kriegen hier von der ESA geliefert, wie viel Wissenschaft noch gemacht wird hier während des Abstiegs. Man haben hier eine Kurve gesehen, wie der Druck zunimmt. Das Rosina-Instrument, ein Schweizer Instrument, das als Massenspektrograph hier auch sehr detaillierte Aufnahmen noch macht während des Abstiegs. Rosetta spacecraft gets so close to the comet, something, a risk that one could not have taken earlier. And so this is wonderful, and we see, of course, in the course of now this broadcast also the images and the results of all the data that we receive from the spacecraft in those last minutes. Actually, we have, talking of minutes, we have about 27 minutes to go until we get the signal that Rosetta touched down. And I think this is a good moment to revisit another major highlight in this mission, and that, of course, was the landing of Little Philae in November 2014, and it was a short-lived but a very, very, very successful mission. The data that Philae managed to gather was quite impressive. Take a look. On the 12th of November 2014, Rosetta's Philae lander made history by performing the first ever controlled landing on a comet. The lander then sent back the first ever images from the surface of a comet and undertook 60 hours of science. It wasn't all plain sailing. The harpoons didn't fire on landing, and as Philae wasn't anchored, it bounced across the surface of the comet. When the lander finally came to rest, its position meant Philae couldn't drill into the soil to collect samples for the different instruments. Instead, they went into sniffing mode, analyzing the gases surrounding the comet and from scattered dust grains. But Philae completed 80% of its planned science, with measurements from multiple landings across several locations providing unexpected benefits. The bounces allowed scientists to compare measurements across the comet, of, for example, the comet nucleus's magnetic field. By working with the orbiter, Philae has helped scientists understand how the comet's interior is formed. Radio waves were transmitted between the lander and orbiter to see how they were reflected and transmitted through the comet's nucleus. The smaller lobe where Philae landed was found to be fairly homogeneous. This sort of information, especially knowing how hard the surface is, will be crucial for any future missions involving a comet sample return. Philae went into hibernation after completing its science mission. Apart from several brief periods of contact over the summer of 2015, the lander has been silent, position unknown. And then, less than a month before the end of the mission, Rosetta found Philae, on its side, wedged in a dark crack of the comet. It's now time to say farewell to both the orbiter and its lander, before Rosetta joins Philae for its final resting place on the comet's surface. And we'll talk to the man who is responsible that we could find Philae in just a moment. But first, I would like to cross over to our big conference room, which isn't far away from here, where Jocelyn Landau-Constantin, she's ESA's head of communications office, is on stage and surrounded by a lot of mission engineers, VIPs. Jocelyn, can you hear me? Tell us what's happening. We are hearing you loud and clear, and I have with me Jean-Pierre, and I'm going to ask you the only question that is difficult. What is the best result of Philae? Jocelyn, supposedly I would ask you what are the best moments in your life. You would not be able to pick him one, right? Yes, now. Right. That's now. Exactly where we are. Philae was so fruitful and successful that it's difficult, barely I can extract one. Maybe the first thing I would say that Philae who is in Rosetta has entirely changed our view of what a comet is. Comet is not an icy ball with molecules and grain size. Comets have been built with a matrix of organic matter formed during the collapse of the cloud,
through a chemistry which is so important and complex that probably you have all the ingredients in this comet that we see on our images that when immersed in the oceans probably led life to emerge. But beyond the understanding of what a comet is, Philae within Rosetta has also tell us all the processes that really shape the solar system to drive the diversity in which we are now. And it's really changing paradigms, in particular that, to me, was important. What is the transition from inner to living spaces? And this changed a lot of things from habitability, for example, and that paved the route for the new missions we are in now. The exploration of Mars, the small bodies, Europa, Ganymede, exoplanets. We have now to address questions which are entirely different from those we had prior for Philae and Rosetta to be there. So I think we couldn't dream of a more successful mission. Thank you very much, Jean-Pierre. So, ladies and gentlemen, decision makers, there is room for another mission, obviously. Absolutely. And many more. For many more, yes. Thank you very much. Wir sind absolut dafür, natürlich. We are going to go back to the control room. All right, Jocelyn, I can hear you. And more missions, we like to hear that. But let's stick with the one that we're still covering at the moment, the Rosetta mission. And Philae, of course, was a big, big part of it. Next to me is Lawrence O'Rourke. He's been the search coordinator for Philae in the past 2 years. It was your persistence, I said earlier, that made it possible to find Philae. Tell us about it. Indeed, it wasn't an easy job. I mean, already after the landing, we had a very good idea where it actually had finally landed. It bounced, landed in an area which had a lot of rocks, very full of ice and very dark and not much illumination. And in the end, as we started getting closer this year, we managed to find some candidates, some locations which looked like the lander. And you can see this in the image which we're showing now, hopefully, which there's a blue one and a red one. And which one was it? It was the red one. And the red one was already identified as our favorite. It was defined as the best candidate from June of last year. And we spent a lot of time this year trying to get images of this red candidate. But the problem is it's between a rock and a hard place. It's got a cliff on one side. It's got an angled rock on the other side. Part of the rock, the highest point, is the height of a 20-story building. You're trying to look over this to try to get the lander. And in May and June, we managed to acquire some images to see the light shining in the darkness. We got something which certainly gave us confidence. We had the lander, but also a lot of ice in the area, and we needed to get a really good image to confirm it. And the confirmation came on September the 2nd, not that long ago. Absolutely, and what a beautiful image it is. Yeah. It's so rewarding for the team. It was a big team across many projects, across the Rosetta project, but across many teams, and it was so great. But what's important is the fact we found it. We found it, and it gives context. It gives a local context for the science that was the fabulous science produced by Philae. We're delighted, and it's really great to have found it before the end of the mission. I just wanted to say, Lawrence O'Rourke, thank you so much to you and your team that you did find Philae. Made us all very happy. Thank you. Well, talking of images, we just saw great images. Of course, this is the moment where we want to go back to Holger Sirks, who has his Osiris camera, the eye of the camera on the comet as Rosetta is approaching it faster. Wir werden wieder Bilder sehen jetzt, what's the exact altitude now? How do we know that? Well, we are already at about 1,000 meters, so closer than ever before. So we haven't processed those images yet, so they will come in a very few minutes. So what we have built up here is a mosaic of the MAD raster with the narrow angle camera. So don't wonder about the resolution. You see the 5x4 images put together not nicely just as they came down. So you see one pit over here, the deep pit over there, and the expected landing site over there. So we've got all those imageries and all those images at high res down, and we will do a better job in stitching them. So if we now looked into the detail of the pit D with the slightly slowing spacecraft to the best resolution of the narrow angle camera, this is what you see on the ground of that pit. Okay, so the ground, the side, the wall, lots of stuff that just fell off, broke off a cliff. So it's great, it's coming down, and it's super duper. I lost my clip. That's why you can't hear me, so Holger. I can't hear you anymore. That's why you can't hear me. Then I'm not going to ask you the next question. I'll ask you the next time when we go over there. And I'm staying now with the gentleman who is
right next to me now in the main control room, of course we know him, Mark McCorgren, the ESA Senior Science Advisor to the Director of Science. And we've always been wondering throughout those years why Rosetta, why this mission has managed to get such a huge following in the media and in the general public. Why do you think that is? I think there's two main parts to that story, really. One is that it's a mission that's about us as human beings. It's about our birthplace in the solar system. It's about the planet Earth and how water and life may have come here. So I think obviously people can associate with that. But it's a journey. There's Rosetta and Philae, 10 years through the solar system, our protagonists. They've had their ups and downs. They've had their bumps. They've had their bounces. We know that. And of course, in this room, when Philae's battery ran out in 2014, emotion around the world, social media was just enormous. And I think today we've been working with lots of people, you know, listening to people, and they're very sad today, but I think they really understand how proud we are and how proud they should be that we've really pulled this mission off. Exactly, and I think some of those voices we will hopefully be able to see on tweets, because do you remember during the London of Philae, they were something like 10 tweets a second coming in, and I think we don't do that badly today either. There is a hashtag, a Twitter hashtag, it's Comet Landing, obviously, and there we see some tweets, but they are actually, they're not, the resolution is not brilliant for me right now. So is there a chance that Rosetta will bounce, Mark? Can you tell us? Well, it's a little bit like the old story about a tree falling over in the forest. If there's nobody there to hear it, will you actually, does it make a sound? It may well bounce. You know, the predictions are it's a certain possibility, but we won't know. We won't know. Because we turn off when we touch the surface. Yeah. We may have the slightest information. But yes, it's a good possibility. I like to imagine it bounces towards Philae and then they are reunited again. It's got a long way to go for it to do that. But you know, it's bigger. This is space. Anything can happen out there. Okay, Mark McCorgren there. Thank you so much. Thank you. It's time again to cross over to the ESA conference room, because Jocelyn, who we've just seen, she is surrounded by some mission veterans. They've been there forever, certainly with the Rosetta mission. John Elwood, Gerhard Schwinn, Martin Barnard and Alan Smith, and they all have something to say, I believe. Thank you. Alan Wood should join us as well, and Gerhard, you know, is probably surrounded by a lot of media asking plenty of questions. Sie stehen langsam wirklich dem Ende zu. Their colleagues, their friends, 13.18 Uhr und 32 Sekunden. Wer eine genaue Uhr hat, 13.18 Uhr und 32 Sekunden. Es wurde noch immer angegeben mit plus minus zwei Minuten. Das heißt, es könnte auch um 13.16 Uhr schon der Fall sein. 13.16 Uhr und 30 Minuten. 30 Sekunden. Aber man sieht schon, die Granden versammeln sich jetzt im Kontrollzentrum. When we started, everybody, I think a lot of people thought we are crazy to go in such an ambitious mission. And for me today, I'm just proud that the project is coming to an end. And we were ambitious. I think we delivered what we wanted to do. We had high hopes, and today I think we got out more of this mission than we ever thought. And it's a great day, and I think with all these happy scientists, we must have done the right thing. John, you were the project manager. Was it a piece of cake? Absolutely. I mean, when I look about the results that have come out in the last 2 years and then think about the 2 years that happened before we actually launched the spacecraft, it's absolutely amazing. The number of hours, the night shifts that industry put in to get this spacecraft to the launch ready to go. In fact, it was ready to go a year early. But, you know, it's absolutely amazing to think back on that. And this obviously brings back all those memories, and what a fantastic way to finish the mission. Manfred, this is finito, about the end. Yeah, I must say today I'm a bit irritating. Normally I wait a signal to appear, like 2.5 years ago, when we were waiting for the wake up. And today we wait for the signal to disappear, which is then demarking basically the end of the Rosetta mission. But nevertheless, I can tell you on this mission was always big excitement and a lot of success and a lot of people who made it happen. Alan, you were flight director. So started with 12 years ago I was a flight director and sent Rosetta on its way. And I must say I've been very, very proud of the accomplishments of the whole team who've looked after it and also what the mission has delivered. And today is one of the strangest days ever in this conference room
where there's no stress. It's just, it can be quiet. Genau, es wird bestätigt, was ich vorher schon gesagt habe. Im Kontrollzentrum ist kein Stress heute. Man kann relaxed darauf warten, bis das Signal verschwindet. Wir haben jetzt praktisch das Führungsteam gesehen beim Start der Rosetta-Mission. Da sehen wir auch ein bisschen die Langfristigkeit von der Rosetta-Mission, gestartet 2004. Wir haben hier den Science Director gesehen von damals, den Science Lead, den Project Manager, den Operations Manager und den Flight Director. Really, really complex. One of the greatest missions ESA has performed so far. Wissenschaftsdirektor sehen wir jetzt. Have you got anything similar or even bigger in the pipeline already? Well, of course we want to do difficult things. That is what we enjoy. This is a challenge and scientists always want challenges. Otherwise we have no fun. So we have to really do difficult things and we are happy with the Rosetta mission. We are preparing now the landing of ExoMars in the coming days, ExoMars 2016. And we are also preparing the new mission to Mercury. That's BepiColombo Colombo that will be unique in its performance, and also a mission to the icy moons of Jupiter, which will be for the first time to put a mission orbiting one of the moons of an outer planet, that is Ganymede. Okay, so you keep everybody here very busy. But all these missions are getting very complex and very expensive. Are those agencies all working together? Well, that's of course the only way to go ahead. We need new challenging missions, and we have to do that in cooperation. We have large corporations, of course, with traditional partners like NASA, but also with JAXA, with Russia, with Japan, China. This is the way to do science, and science is the glue for cooperation, because scientists are naturally international. They are there for science, and this is international, and we have to use that as a driver for new mission and new cooperation. We are very happy on this cooperation to go on. All right, Alvaro Jimenez, thank you so much. And of course, we have about 8 minutes to go until touchdown. That's high time for us to go back to Holger Sirks to see if he has another picture for us. So I've got just one and a great one, but to lead you in once more, so this is a context image, so that's the end of the raster, the slewing around the pit D, and from here we'll adjourn for the landing of Rosetta and the final meters. So just to get you a picture also of what the property will be at the very last moment. The closer we get, the smaller the area we image will be. So the image taken at a good 1,000 meter at 2 centimeters per pixel is here. You see on one end the ground, the bottom of the pit D, the shadow of the wall and the upper part, so all the landscape around the pit D. This is really great. It's the first time ever a comet is imaged at this resolution. Okay, Holger, thank you so much. Of course, as the spacecraft gets closer and closer, the pictures will become more and more blurry, but we do look forward to the very last one that you will share with us later on. But in the meantime, 7 minutes to go, we have to speak to one gentleman who is next to me, the missions or head of the missions operations department, Paolo Ferri. Now, this is a very strange moment, quiet somewhat here in the main control room. What's going through your mind after all these years taking care of Rosetta? Yeah, it's always quiet when it's a critical phase, but this is a special one. I think everybody is very sad. On the other hand, the mission end had to come, and I think it's a spectacular way to do it, so we are quite convinced it was the right thing to do. How will we know that it landed? Well, for sure, we expect to lose the signal because we programmed the spacecraft such that it switches off the transmitter once it detects somehow that something went wrong and something touched down. We hope to see in the last very last seconds of telemetry to see some clear indication, for example, movements of the body of the spacecraft that show that really it has touched down. Rosetta was not designed for touchdown, so we do not have specific sensors for that. And this is then the end? That will be definitely the end. We have programmed the spacecraft such that it will not be possible to reactivate it again. We wanted a clean end, and that's the way we hope it's going to happen. That's the way. And because it's an emotional moment, even though we want a clean end, Paolo Ferri, thank you very much. With some less than 6 minutes to go, I think this is a very good moment to stop
commenting on anything and just remain silent and let you and the teams watch the touchdown unfold. We'll be back later. Ja, ich möchte noch ein paar Worte jetzt sprechen. Wir sehen das Signal jetzt zur linken Hand, den Stachel, das Ding des Trägersignals. Und es wird jetzt noch vielleicht ein paar hundert Sekunden dauern, bis dieses Signal verschwindet. Und das ist dann das offizielle Missionsende. Sie sehen schon jetzt zu Ihrer Rechten, haben Sie sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versammelt, die im Haus mit Rosetta verbunden waren, sehr stark verbunden waren, für Rosetta gearbeitet haben, Software geschrieben, Platinen gelötet, Platinen gelayoutet, Software geschrieben, habe ich schon erwähnt, die Wissenschaft vorbereitet, ausgearbeitet, mechanische Tests gemacht. Das ist auch für uns jetzt wirklich ein sentimentaler Moment. Mehr dazu gestalten. Kein Ton. Es werden noch immer Daten empfangen zu dieser Zeit. Es werden noch immer Bilder geschickt, Messungen übertragen. Ja genau, die Modulationen, die man rechts und links sieht, die Spitzen, die auftauchen, da ist wirklich die Information drinnen, die übertragen wird, die aufmoduliert ist auf das Trägersignal. Aber wir sehen es auch rechts, also wir sehen wahrscheinlich jetzt die Bilder von mehreren Stationen auf der Erde, rechts und links. Stationen in Madrid, in Australien und wahrscheinlich sind auch amerikanische Stationen, Stationen der NASA hier jetzt mit dabei, die das Signal abdecken und übertragen. Das kann nicht mehr lange dauern. Wir haben 13.18 Uhr. Die Unsicherheit war noch immer plus minus 2 Minuten.
Ich hoffe, die sind jetzt nicht auf Standbild gegangen auf der linken Seite. Man sieht, die Maus bewegt sich, man will da wieder, ja, ist wieder aktiv. Gut, es dauert ein bisschen länger als gedacht. Rosetta ist nach wie vor aktiv. Ja. Ja, ich würde sagen, noch einmal ein Applaus auch für das Rosetta-Team hier im Haus. Ich glaube, es hat es sich verdient. Ja, wir sehen auch, der Operations Manager des Rosetta-Teams hat die Kopfhörer abgenommen. Die Rosetta-Mission ist in diesen Sekunden endgültig zu Ende gegangen. Noch nicht ganz zu Ende geht unsere Veranstaltung. Ich darf noch um ein bisschen Geduld bitten. Wir möchten jetzt natürlich noch zum Abschluss kurz Kontakt aufnehmen mit unseren Kollegen vor Ort. Das war geplant für ungefähr 13.25 Uhr, so in etwa 5 Minuten. Ich hoffe, wir können die Kollegen etwas früher ans Handy bekommen. Einstweil noch Bilder ins Kontrollzentrum. Man gratuliert sich natürlich, das Team war jetzt über 2 Jahre hinweg extrem angespannt. Man hat jeden Tag ungefähr 1500 Kommandos geschickt zum Satelliten. Das heißt, das ist über diese Leute zum Satelliten geschickt worden, um den Satelliten in Position zu halten. Dieses Team war auch dafür verantwortlich, für über 266 Kontrollmanöver, die mit dem Satelliten durchgeführt wurden. Wir haben vorher schon gehört, dass es nicht leicht war, sozusagen so einen Satelliten um diesen kleinen Körper zu bewegen. Und man muss zuerst herausfinden, wie die Gravitation, die Anziehungskraft von seinem kleinen Körper ausschaut, um so einen Satelliten um den Kometen bewegen zu können. Das wurde in den letzten 2 Jahren gemacht. Und dementsprechend sind Sie jetzt auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite sicherlich auch eine gewisse Leere, die jetzt kommt, da ist sozusagen der Arbeitsplatz jetzt wegfällt und man jetzt endgültig weit übergeht auf eine neue Mission und neue Missionen vorbereitet oder für neue Missionen arbeitet. So, die Technik sagt mir noch, wir haben noch, es wird schon telefoniert, ich glaube, es könnte in Kürze beginnen. Wir wollen jetzt noch kurz sprechen mit dem PI des MIDAS-Instruments und mit seiner wissenschaftlichen Kollegin. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt Verbindung mit Mark Bentley. Mark, kannst du mich hören? Ich höre dich, ja. Ja, perfekt. Die Verbindung ist ja sogar besser als bei unserem Test vorhin. Okay, wir versuchen jetzt ein anderes Bild zu bekommen. Das ist natürlich nicht Mark Bentley, den Sie jetzt sehen, sondern wir sehen jetzt, Mark, ich habe nur jetzt da umgeschaltet und ich hoffe auch die Technik wird jetzt noch unseren Hauptbildschirm jetzt die Bilder bringen. Sie sehen zur Linken dann Mark Bentley, erster PI des MIDAS-Instruments. Mark, wir haben jetzt schon von deinen Wissenschaftlerkollegen gehört, wie es Ihnen geht jetzt mit dem Missionsende. Ich will auch dich fragen, es ist wohl ein bisschen ein bittersüßer Abschied auch für dich. Ja, genau, ja, also wir waren für 2 Jahre Vollzeit mit dem Betrieb, der Planung und der Auswertung von MIDAS und seine Daten beschäftigt.
Und ja, nun wäre es sehr schön, wenn wir uns intensiver mit der Auswertung der Daten widmen können. Also ja, wir können endlich atmen. Genau. Jetzt gehen wir noch kurz zurück in die Vergangenheit. Ich glaube, Midas war ja heute nicht mehr aktiv. Was waren sozusagen die letzten Dinge, die mit Midas passiert sind? Genau, ja, Midas ist gestern späten Vormittag zum letzten Mal ausgeschaltet worden. Also wir haben am Ende ein paar sehr hoch auflaufende Bilder gemacht. Aber Rosette ist jetzt zu weit entfernt von der Sonne, sodass wir einige Instrumente abschalten mussten. Und ja, Midas ist dann gestern ausgestattet. Genau, Midas war sozusagen heute dann nicht mehr aktiv, aber gestern am Vormittag wurden noch die letzten Scans gemacht. Das bringt mich auch zu einer Frage, die ich gern Turit stellen möchte. Turit Mannel, sie ist Doktoratsstudentin im Team von Marc. Sie befasst sich intensiv mit der Auswertung der Daten. Turit, kannst du mich jetzt hören? Ja, hallo. Genau, Turit, frage dich natürlich die Scans. Wir haben über 1000 Scans von Midas bekommen. Wie viele Scans wurden eigentlich schon wissenschaftlich ausgewertet? Ja, wir sind sehr stolz, dass wir über 1000 Scans gemacht haben und da können wir hunderte von Staubzeichen sehen. Natürlich haben wir jeden Scan direkt einmal angeschaut, wenn er auf die Erde kam. Das liegt schon daran, dass wir dann aufgrund der Scans, die kamen, entschieden haben, wo wir neue Scans machen. Also zum Beispiel, wenn wir ein besonders interessantes Staubzeichen gesehen haben, haben wir dann da eine hochauflösendere Aufnahme kommandiert. Allerdings ist das natürlich keine richtige wissenschaftliche Analyse. Das dauert um einiges länger und bis jetzt haben wir es geschafft, gerade mal 5 Scans wissenschaftlich zu analysieren. Und ich denke, daran kann man schon sehen, wie viel Material wir aufgenommen haben und wie viele Jahre an wissenschaftlicher Analyse jetzt vor uns stehen. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Genau, ich darf ein bisschen wiederholen, das heißt von 1000 Scans, oder davon sind es glaube ich 800 wissenschaftliche Scans, sind erst wirklich 5 ausgewertet. Daraus kann man erkennen, wie viel Arbeit auf Turit noch wartet. Und Turit, eine Frage hier, ich habe ja auch ein bisschen mitbekommen, ich bin ja nicht direkt im Team involviert, dass ihr nicht wirklich Staubkörnchen messt, sondern dass man eher von österreichisch von Staubwurzeln sprechen kann, die ihr sozusagen scannen müsst. Gibt es sozusagen einen Lieblingsstaubwurzel, den du im Visier hast, jetzt für die Auswertung in den nächsten Tagen und Wochen? Ja, also es gibt schon wirklich besondere Anordnungen von unseren Staubkörnchen und tatsächlich gibt es eine, was ich besonders gerne mag. Das ist ein sehr poröses Teilchen, wo man an manchen Stellen sogar durchschauen kann, und wo wir ganz genau sehen können, wie die einzelnen Untereinheiten zusammengehören. Und da habe ich angefangen, die Struktur zu analysieren und da freue ich mich auch schon sehr drauf, da die Auswertung in nächster Zeit präsentieren zu können. Ja, ich glaube, du hast genug Daten gesammelt für deine Doktorarbeit. Ich glaube, die wird an Seitenzahlen nicht zu gering ausfallen. Darf noch mal zurück, wenn du vielleicht noch mal zurückgeben kannst zu Marc für eine abschließende Frage an den Marc. Hallo. Marc, eine abschließende Frage sozusagen. Bei allen Erlebnissen mit Midas in letzter Zeit, was war sozusagen der bewegendste Moment für dich mit dem Midas-Instrument? Also kurz nachdem Rosetta am Kometen angekommen ist, hat Midas für Monate keine einzelnen Staubteilchen eingefangen. Und nur nach der Landung von Philae haben wir jedoch plötzlich unser erstes Teilchen gefunden. Und es war viel größer, als wir erwartet hätten. Und in diesem Moment konnte ich endlich einmal erleichtert aufatmen. Aber das schönste Erlebnis für mich war, als Midas eine große Menge an Staub gleichzeitig mit fast allen anderen Instrumenten aufgesammelt hat, wodurch es möglich ist, dieses Teilchen in einem größeren Zusammenhang zu analysieren. Ja, Marc und Turit, ich glaube, ihr, der Sekt wartet auch schon bei euch jetzt im Konsol- und Kontrollzentrum. Ich will euch nicht länger warten lassen, auch unsere Gäste hier im Haus. Ein herzliches Dankeschön und ein Hallo. Ich glaube, wir können einen Applaus schicken, auch nach Darmstadt für unsere Kollegen. Vielen Dank. Und möchte hier an der Stelle natürlich überleiten
Es gibt natürlich, Rosetta ist jetzt ein bisschen Vergangenheit, aber auch noch viel Zukunft. Aber es gibt auch andere Missionen in der Zukunft. Wir sehen, wir haben ein Spitzenjahr 2018. Wir fliegen zum Merkur, zum Mars, zu den Exoplaneten und zur Sonne. Alles wird sich um 2018 abspielen. Und an der Stelle möchte ich übergeben wieder an den Direktor. Ja, Sie sehen, das ist wie im wirklichen Leben. Jemand stirbt, aber neue Missionen werden geboren. Sie sind im Augenblick noch in der Phase, dass sie noch praktisch im Mutterleib stecken. Sie werden noch gebaut. Aber in 2 Jahren haben wir dann gleich eine Zwillingsgeburt, vielmehr Vierlingsgeburt sogar. Eigentlich sind es sogar Fünflinge, weil die Pepe-Colombo-Mission besteht aus 2 Satelliten. Und ich hoffe, dass wir dann einige von Ihnen hier wiedersehen, wenn wir zumindest dort mal dem Start zuschauen. Bis die dann ankommen, das dauert manchmal noch etwas länger, aber das werden wir vielleicht auch sehen. Wie es aber auch im wirklichen Leben ist, bei einer Beerdigung gibt es immer einen Leichenschmaus, zu dem möchte ich Sie jetzt einladen, ein Glas Sekt zu trinken und ein bisschen was zu essen. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange ausgehalten haben. Ich hoffe, es war interessant, dass es nicht zu langweilig war und sehe Sie bald wieder. Einige von Ihnen vielleicht schon nächste Woche am 5. Oktober bei der Grazer Weltraumtag. Da können Sie auch noch ein paar andere Sachen sehen, die im Institut so gemacht werden. Ansonsten vielleicht in 2 Jahren. Also den Leichenschmaus gibt es da von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts. Dankeschön.